Guten Abend, ihr Lieben. Hi, wie geht's euch denn so? Was habt ihr denn gemacht? So, ich hoffe, die Musik ist nicht schon zu laut im Spiel. Ich tapp noch mal raus. Ah, guten Abend, na? So, wen haben wir denn hier? Hallo Rako, hallo Karma, hallo Theodor, hallo Sebastian. Guten Abend, Graf von Zeppelin und hallo Alexander. Hi, schön, dass ihr alle da seid. So, heute geht's weiter mit Episode 2. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, wie die beiden ja ihre Reise nach Mexiko weiter antreten werden. Am Ende der letzten Episode haben wir sie ja in einem Reisebus gesehen. Also es bleibt spannend. Und wir wissen auch noch nicht, was es mit diesen komischen Kräften von dem Kleinen auf sich hat. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ah, so, heute starten wir auch mal direkt im Spiel, weil ich eigentlich direkt anfangen möchte. Grace, es ist noch nicht so viele da und wir könnten wahrscheinlich noch warten, aber ich kann nicht warten. Nennen wir ihn Kind. Genau, nennen wir ihn Kind. Und hallo Nico Kitten. Guten Abend. Genau, mal gucken. Uff. So, ich habe gar nichts zu trinken hier, muss ich ehrlich zugeben. Hätte ich vielleicht dran denken sollen, aber ich habe jetzt auch nichts, was ich mir holen könnte. Eine Woche warten war schon schlimm genug. Ja, dann können wir jetzt nicht noch auf andere Leute warten. Ich sehe schon. Nein, alles gut. Ja, wir gucken einfach mal, wie viele Leute hier eintrudeln und dann, ja. Mal gucken. Ich habe aber das Gefühl, dass die Twitch-Benachrichtigung auf jeden Fall zuverlässiger ist als die von YouTube. Und ja, es werden hoffentlich ein paar mehr Leute Bescheid bekommen. Ich habe nämlich auch schon mal eine Benachrichtigung bekommen, dass ich live bin. Danke, Twitch, dass du mir selbst eine Benachrichtigung schickst. Aber ja. Hallo Manu, willkommen. Hi, hi. So. Ist der Junge gerade. Ist der. 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 Ist Manu gerade eingetrudelt? So. Okay, Moment. Ich hab, zurück gemacht. Ich muss. Mach ich nach dem Stream. Es ist jetzt unwichtig. Ah. Genau. Gucken wir mal. Deswegen würde ich jetzt auch gerade schon mit dem Spiel anfangen. So, ich hoffe, das ist von der Lautstärke her okay. So, das Feature überspringen wurde verbessert. Ja. Wir wollen fortfahren. Keine Speicherdaten? Was? So, ja. Trotzdem vorfahren. Wir haben das noch nicht gespielt. Ist die Sache, würden wir was anderes kriegen, wenn wir das andere Spiel vorher gespielt haben? Wahrscheinlich, oder? Haben wir jetzt nicht? Machen wir danach dann. Once upon a time, in a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home lair with their papa wolf. They all lived happily together, but one day, hunters took their dad away. Forever. So now the brothers were alone, and they had to find a new home. They started a journey through the great big forest. The wolf brothers wandered for days and nights, learning how to live on their own for the first time. They slept in the backwoods among creepy creatures and barely ate anything. They eventually found a peaceful orchard and were able to eat in peace. But they didn't know. Hunters tried to tie them up, but the Wolf Brothers managed to escape with the help of a friendly bear. They showed them how to survive and helped them find a warm camp for the night. That's when the Big Brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. Ein süßer Bär. Ach, wie cute. Headed to the faraway land of their pop. They hope to find peace.
Na, war nochmal eine kurze Zusammenfassung von der letzten Episode. Damit wir uns nochmal neu erinnern können. Ah. Ja, keine Speicherdatei gefunden. Ist okay. Ich weiß. An unsere Großeltern. Uff, es ist Winter. Wie lange seid ihr unterwegs? Es war Halloween. Wieso hat es jetzt schon geschneit? Ein Eichhörnchen! Uff! Hallo Trüffel! Oder Mushroom oder wie auch immer wir dich nennen. Na, wie schön! Damals, als es noch Schnee gab, genau. Was ist dieses weiße Zeug, was dir überliegt? Try with it. That one's too easy. Look. Don't brag. It was too heavy for you a few days ago. Genau, Karma. Genau. Uff. Ist das Magie? Ryu, hi. I'm trying to lift something else. Not too heavy though. I'm a little tired. Ah, ja, genau, kleiner. I'm so glad Daniel took this little girl with us. Yeah? Ah. You could try and lift Mushroom? What? Are you stupid? Den Hund hochheben. Okay. Hallo Torvald, yeah, willkommen. Yeah, you're probably right. Let's leave the puppy out of Und this. Hallo Dominik, willkommen. Was muss ich jetzt machen? Not your usual shooting range, right? Da, die Dosen. Can you fly them all together without dropping any? Ist das jetzt Star Wars sure. oder Life is Strange 2? Ja, das ist eine gute Frage. Torwart, das Spiel nennt sich Life is Strange 2 und das ist die zweite Episode, die wir gerade spielen. Okay. Let's Star Strange, genau. To play with before we call it a day. Okay. Ziele überprüfen. Ziele für Daniels Krafttraining finden. Da, Steinchen. Sometimes. Ja, was scared of himself. So. Große Steinchen. Und hallo der Rumsitzer, willkommen. To do with the small rocks, but not the big ones. Ja, dann ist es höchste Zeit, es auszuprobieren. Trust me. Just relax. Focus. Die sind schon cute, die beiden. I'll try. Die sind sehr cute. Ich mach mal ein paar Screenshots. Ich find die Grafik von Life is Strange so schön. Die Macht ist stark in ihm. Ja. Genau so. Nur du schaffst das. Whoa, holy shit. Super. I did it. Like a boss. You're getting good at you this. You see that mushroom? That was the biggest rock ever. Come on, dude. That's just the start. Let's try something else. Cool. You're like Coach Aaron. You're like Howard, Coach. A snowball fight? Not yet. This is a new exercise, young apprentice. See if you can stop this in the air. Eine neue Lektion, junger Padawan. Okay, but you better not hit me. Like that time you hit me, Bruce. Serious. You won't let me, right? Try it. Try it. Ja, voll.
Wie kann ich werfen? So? Sean! Ja, wisst ihr, du musst auch versuchen. Hallo? Sorry, I thought you would stop it. Hallo, du sollst ihn aufhalten. Nee, nicht stehen bleiben, nicht abwerfen lassen. Okay, dann machen wir das so. Peng, genau. Ready? Hallo? Und los! Yes! Look! Look what I can do, Sean! I knew that you could. Jetzt wirf zurück! I taught you well. But you? You're a master student. Jetzt kriegt er auch Nasenbluten, oder? That still sounds nasty. You're not getting better. I told you. I'm fine. Nasenbluten. Komm schon, Nasenbluten. Wie bei Max. Well, you need to rest now. Superhero. Can we go back now? Yeah. Let's just fill up the canteens before we head back. Ja, das ist jetzt doof. Ich habe nämlich nichts zu trinken. That cough has been going on for days, Daniel. I really don't like that. I told you. I'm fine. We've just been outside for a while. Was? So, ja, ganz kurz. Warte, was? Ist der Sohn von Papers, Please? Genau, der Sohn von Papers, Please. Immer krank werden und allem. So. Dominik, du kannst zur Not nochmal den anderen Stream aufmachen. Das ist ja kein Problem, weil ich würde jetzt ehrlich gesagt gerne hier ein bisschen das Spiel spielen und wenn überhaupt mir gerade noch was zu trinken holen, damit ich auch das Trinken einlösen kann. Deswegen, genau, also dann kannst du das deinem Bruder ja da zeigen, also in dem letzten Stream, wo ich das gezeigt habe. So. Hallo, hi. So. Was? Okay. Ganz kurz, dann muss ich nur kurz aufstehen und was zu trinken machen. Ihr kriegt da mal eine ganz kurze Pause. Ich mache mir einfach noch einen Tee, weil die Gaspatrone von meiner Sprudelmaschine ist leer. Bis gleich. Thank you.
Hi. So. Da bin ich wieder. Jetzt habe ich einen Tee. Und ja, das war perfekte Stimmvorbereitung, ich weiß. Und danke, Justin, für deinen Follow. Hi, willkommen. So. Okay, euch geht's gut. Ihr habt keinen Mist gebaut. Dann wollen wir mal weiterspielen. Schön. Ich hatte eben noch eine lebensmüde Fruchtfliege, die sich direkt in den heißen Tee gestürzt hat. Habe ich mir jetzt erstmal den Finger verbrannt beim Rausfischen. So. Okay. Here we go. Wir sind liebe Käuze. Okay, wenn ihr das sagt, dann glaube ich euch das mal. The helitanker is over the wildfire zone. Get ready for water extraction. Ranger Diaz. Was? Okay, wenn er weiter übt. Nice work, Daniel. Glad to see our training sessions are paying off. Thanks to you. So glad I don't have to touch that water. It's too fucking cold. Tja. Aber beanstreng dich nicht. Sorry. I said fucking. Yeah, dude. Watch it. Seriously. Okay. Ja, aufpassen. Nicht solche bösen Wörter sagen. Sollst du das nächste Mal einen Löffel nehmen? Ja, vielleicht. So. Hier ist unser kleiner Bruder. Ah, oh, hier ist ein Haus. Nehmen wir hier? Besprechen. Wir besprechen das erstmal. So. It's been a while since we last saw that rabbit who lives in there. Yeah. I hope it wasn't eaten by a bear or worse. What's worse than a bear in Nano? I don't know. Ich glaube nicht, dass da ein Bär reinpasst. Das ist wahrscheinlich eher ein Fuchsbau oder sowas. We're the only wolves around. Da sagt er noch Heck oder Damn. Ja. Klar. Look, Daniel. I think I saw that rabbit from the other day. He's trying to get home. Ooh, I want to see the bunny. Ein Häschen, könnt ihr den essen, den Hasen? Ist doch lecker. Ah, fuck, my hand. Yeah, right. Stupid John. Man, you're becoming hard to trick. Where's my naive baby brother? Moron. So. Okay, Undi. Hallo. Oh, almost forgot to check our traps could... today. Was? Got an animal, anyway. Ja, musst du können. Ja. Okay. Ach je, willkommen, Wartley. Ich hoffe, dass ich. Das ist okay, wenn ich einfach nur Wartley sage. Der Name ist so lang. Ah, willkommen. Hi. So. We really nailed it with this two-headed snow ogre. Yeah. They're really badass. And Mushroom isn't even afraid of them anymore. Right, Puppy? Das Schneemannmonster. Das ist wirklich ein Schneemannmonster. Ja. Haben wir hier sonst noch was? Ein altes Kanu. Ansehen. The family who owned that cabin really seemed to enjoy themselves here. Ja, und wo sind die jetzt? Hallo, Eri, willkommen. You're such a good girl. Ja, Mushroom. Können wir irgendwie Pilzsuppe machen oder so? Mushroom is so funny when she plays in the snow. Weil ich will mir alles angucken. Ah, eine Inschrift. Hey, get over here. Sorry, guys. We don't take any more guests. Just keep out. Careful, little puppy. Wolves inside. Ah, okay. Was habt ihr da dran geschrieben, wahrscheinlich? Interessant. Ein Gartenstuhl. Pilzsuppe. Willst du Suppe aus dem Pilz, aus dem Hund machen? Das wollte ich jetzt nicht direkt sagen, aber ich meine. Mushroom ist ja eher was zum Essen, kein Hund. Setz dich mal hin. So.
feel like this month has just flied over us. We're so lucky we found that old cabin. Gave us time to rest. Sehr schön aus. Process all that happened. Ist das in der Glasscheiben drin vorne? Ist das quasi so eine Art Wintergarten? We're stronger now. Alles in. Heilung, guten Abend. We're in this together. Kaus ist schwer zu kochen, oder? Also ich habe kein Problem mit dem Kochen. Komm gut zurecht. So quiet. No planes, no highways. Just the river. Continuously flowing. Ja. Eine bequeme Couch. Nur noch ein Bier und der Junge ist sofort im mittleren Alter. Ja, natürlich. Das erste Kapitel kostenlos. Ja. Die erste Episode ist kostenlos von dem Spiel. Und soweit ich weiß, ist im Juni momentan, oder es war zumindest, ich weiß nicht, ob es das immer noch ist, Tell Me Why, das ist von den gleichen Entwicklern, ist kostenlos komplett, alle Episoden, diesen Monat. Cold. Don't worry, we'll make a fire. We're pros now. Dude, that cough doesn't sound too good. Nah, I'm okay. Das ist, weil er seine Kräfte zu sehr anwendet. Wir haben doch gesehen, wo das hinführt. Level up. I did. That was so cool. It's getting easier every day. Oh no, Sean. This is a haunted house. More like, uh-oh, it's time to go over the rules. I told you about showing off. I was just... Whatever. Dude, I know the rules. Let's find out. What's the first one? Wie, die Grafik ist echt mies. Ich finde die Grafik unglaublich cool. Das ist halt, das hat halt so einen eigenen Stil. Die Grafik ist nicht unbedingt schlecht. Das ist halt so gewollt. Und ich finde den Grafikstil unglaublich schön. Exactly. The second rule is... Don't, never talk about it. Wow. Nice, Daniel. Because that's usually the hardest rule for you. Shut up. And the final rule? I know. Come on. You can do it. Okay. Avoid danger? Run from danger. This is the most important one. You know why? I don't know. I mean... With my power, I can help us. Ja gut, nur als letzter Ausweg. A total last resort. How will I know that? If there's any other way of helping, do that first. Maybe if I had used it before, Dad might still be here. Ja, Sinn, das ist halt einfach der Grafikstil von Life is Strange. Daniel, you didn't even know. That shit was out of your control. Ob ich eine Schleife am Hinterkopf habe? What happened to the policeman? Eigentlich nicht. Maybe this power is a curse. Nee. Or something. Hey. We have no clue what happened. And it's not your fault. Don't worry, Mushroom. I'm okay. Good puppy. She must be hungry. What about you? I'm always hungry. Then let's grub out. I'll make us some dinner. Immer hungrig, das ist immer gut. Yeah. Wenn ich zwei Paar Ohren habe. Before she eats us. Ja, das bleibt ein Rätsel. Können wir Feuer anmachen? Wir haben ein Trüffelkissen. Haha. Den Hund. Beibringen. Was kann man dem denn beibringen? Ready for today's training, puppy? Sit. Shroom, sit.
Seriously, girl. Sit. Mushroom. Sit, girl. Auf ihn hört sie, aber auf uns nicht. You just don't know how to talk to her. I'll remember wow. this. Traitor. Jetzt haben wir auf der Tafel. Was ist das? He's definitely a fast learner. Maybe too fast. Und die haben aufgeschrieben, was er wann gelernt hat. Wir haben den 1. Dezember heute. We scored with these clothes. Plus 5 street cred. The guy who came here sure had time to kill. Ja, wir habt jetzt Zeug, um Feuer zu machen. Aber was ist jetzt unser Ziel? Feuer am Holzofen anmachen. Okay, dann machen wir mal ein Feuer an. Und ich trinke jetzt was. Ja. Mir ist immer noch sehr warm, der Tee. Shit. Where did I put my lighter? Das Feuerzeug. Hatten wir das mitgenommen? Ja, wir hatten doch irgendwann mal ein Feuerzeug mitgenommen. Ist das in Daniels Tasche? High school feels so far away now. Tannenzapfen. Nice. Oh, das ist süß. Guck mal, wie gut er zeichnen kann. Ah! Sieht so gut aus. Oha! Stimmt, das haben wir in der ersten Episode gemacht. Ich habe mir wieder Zitronentee gemacht. Was? Total Nightmare, okay. Mehr kann ich nicht lesen, oder? Achso. Absoluter Albtraum. Keine Ahnung, was passiert ist. Alles ist verschwommen. Brad und ich haben uns geprügelt. Dann kam der Polizist aus dem Nichts und dann war Papa da und hat versucht zu... Scheiße, 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 genau. Hallo Stefan, willkommen. Hi. Da. Schön. Miss you, Dad. Oh no. Ah. Die Zeichnungen sind so cute. Ein Bär. Oh. Also, ich liebe solche Bleistiftskizzen. Liebe sie. Sie sehen so gut aus. Ah, guck mal, kleine Robben. Süß. Ob du was Essentielles verpasst hast? Noch nicht, wirklich. Wir haben ein bisschen mit unserem Bruder seine Kraft trainiert quasi. Also er kann den Stein hochheben. Ja, wir sind ja nicht da, also Zigaretten. What? Wish I had more than tobacco, to be honest. Leere Scotchflasche. There was a little bit left when we came. Pretty disgusting, but helps staying warm. Telefon. Kaputter Rahmen. Wir brauchen unser Feuerzeug. Machen wir hier in unsere Tasche rein. Strong as a rock. Ja, wir haben den jungen Padawan trainiert, genau. Wir haben immer noch die Kondome dabei, schön. Und eine AFK-Schlafmaske. Warum auch nicht? Warum auch nicht? I hate it when I hear Daniel crying at night. I can't do shit. Ich würde ja sagen, pack das Foto weg, aber ich glaube, ich würde das auch nicht übers Herz bringen. Not like we have a choice. So, Feuerzeug, wo bist du? In der Jacke? Da haben wir halt überall schon nachgesehen. Schüsse auffüllen, das können wir aber machen. Hey, Shroom. You thirsty? Und halt wichtige Sachen auf so einem Trip. Ja. Good girl. Eine Postkarte? Poor guy.
I guess kids have to grow up anyway, right? Hi Papa, sag hallo zu deinem kleinen Mädchen in Miami. Hier scheint die Sonne und es brennt. Was? Es brennt? Ja, egal. Was ist hier drin? Medizin, Schaumbad, ein Eimer. Ich will gar nicht wissen. Ich will gar nicht wissen, was in dem Eimer ist. Wasser hinzufügen, können wir auch machen. Hey, I put some clean water in the bathroom, so you can wash a little. Haben wir jetzt. Okay, ihr könntet das Haus aber auch einfach mal aufräumen, so ein bisschen. Da haben die Besitzer bestimmt auch nichts gegen. This room is fucking cold, so we put everything we didn't need in it and keep it closed. Gucken wir mal nach dem Feuerzeug. Ein Buch, ein Brief, das ist das Feuerzeug. Wir gucken uns erstmal das Zeug an. Und hallo, Bilua, hi. Die Schildkröte ist da. Ja, hi. Willkommen. Da. Yeah. Daniel doesn't need to see this. Was? Chemotherapie. Okay, also ist wahrscheinlich der Mann, der hier gewohnt hat, irgendwie an Krebs erkrankt oder so. Dead for a week. But at least we got some news. If the I'm used to ink, so ist Tinte gewöhnt. Kannst doch trotzdem was zeichnen. Wonder where Brody is now. Oh yeah. No internet. Das stimmt, das war der, genau. War der Brief, den wir bekommen haben von Brody. Oh yeah. He definitely cared for us. Was? What a piece of shit. Tankstellenbesitzer konfrontiert Flüchtlinge. Ja, Flüchtlinge, natürlich. Die Polizei untersuchte einen Raubüberfall, der durch die zwei Ausreißer aus Seattle durchgeführt wurde, die für den Tod eines Police Officers im Oktober verantwortlich sein sollen. Hank Stamper, Besitzer einer Tankstelle am Highway 5 und eine Stütze der Gemeinschaft, sagte, er konfrontierte die Brüder Sean und Daniel Diaz, nachdem er sie in seinem Laden erkannte. Stamper sagte der Polizei, dass die Brüder in die Wälder entkamen. Sie wirkten verloren. Ich wollte ihnen nur helfen, als ein Vater und Bürger. Das glaube ich ja eher nicht so. Ja, aber okay, Lu, also bei mir ist erstmal alles gut. Ich hoffe, bei dir auch. So, ich glaube nicht. Was ist das? Ein Familie erinnert sich an sanften Polizisten, der in der Schießerei in Seattle starb. Ashley Matthews, Schwester von Wachtmeister Kindred Matthews, der in dem geheimnisvollen und kontroversen Vorfall in Seattle starb, welcher zwei Tote hinterließ, hat eine Mitteilung veröffentlicht in Bezug auf Drohungen, die sie erhielt, und auf Kritik, die online am Beamten geübt wurde. Mein Bruder war ein lieber Mensch, der nur 6 Monate lang Polizist war und an diesem Tag nicht hätte allein sein sollen. Mein Herz ist bei der Diaz-Familie und allen Opfern dieses furchtbaren Unfalls, auch uns. Die Polizeibehörde benötigt mehr Mittel, damit kein Beamter allein auf Patrouille gehen muss, wenn sein Partner krank oder nicht verfügbar ist. Kindred widmete sein Leben der Unterstützung anderer, besonders Kindern in gefährdeten Heimen, und stellte seine Zeit stets für die Wohlfahrt zur Verfügung. Es ist leicht, hinter einer Tastatur zu sitzen und zu urteilen und ihn anzugreifen, doch genauso wie wir um andere trauern, trauen wir um einen Mitarbeiter des öffentlichen Dienst. Okay. Ja, wenigstens haben die nicht gesagt, boah, die Kackflüchtlinge, was weiß ich, oder was. Naja. So. Ging es da nicht weiter? How can I feel bad for him? Nee, ich kann mir nur die Seiten ansehen. Okay, schade, ich hätte gern noch mehr gesehen. So, nehmen wir das Feuerzeug. Time to get warm.
Dead for a week. But at least we got some news. Okay. Hallo, kleiner Bruder. Wie geht's dir? So. Feuer. Feuer machen. So. Und es ist an sich ein schönes Haus. Man müsste nur mal ein bisschen aufräumen und sowas. Und ich glaube, das wäre nicht unmöglich für die. Hold on, Mushroom. Sich das ein bisschen schön zu machen. Jetzt wird schön warm. Hm. Aber da draußen trockenes Holz zu finden, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Dann müssten sie wahrscheinlich jedes Spinnrad irgendwie auseinandernehmen. Yum. Too bad I can't make a pizza fly to us. Oh, eine Pizza. I can start Daniel's delivery service. Genau. I wish I helped Dad more with the house chores back then. So, wie machen wir jetzt Essen da oben? Mm, tough choice. Ja, ich glaube, da haben wir nicht viel Wahl. Better talk to Daniel after dinner. Hey, what are you cooking? Oh, I'm sorry. Here's your menu choices. Ravioli or ravioli? This sucks. Why can't you find us better food? Wir könnten Hasen jagen. Jetzt. Machen wir jetzt dieses doofe Ravioli? So tired of eating the same shit. Ja, dann musst du was anderes finden. I just want one slice of pizza. Besprechen. He looks so serious on this picture. Still can't believe he's gone. I miss him so much, it hurts, Sean. I know, yeah. Daniel. Oh, head pats for it's die okay beiden. To think about him. I do it too. Okay. Thanks, Sean. Okay. Pack mir jetzt die. Ah, guck mal hier. Tafel. Dude, you'll be willst moving. Du nicht Essen machen? Cars around in no time if you keep improving like that. You really did so? Well, könntest auch eine Portion warme Luft haben, wenn die Ravioli nicht gut genug sure getting good at this? Yeah. I wonder if there's anyone else like me. Mm, I think we'd know it by now. Die müssen erstmal vorbereitet werden, das ist mir klar. Totally looks like mushroom. Aber da müssten sie halt dann durch in dem Moment. Da müsste jeder von uns durch, wenn er sich nicht von Dosen Ravioli ernähren möchte. How you doing, Mushroom? Man muss sich halt überwinden und wenn man das gemacht hat, gucken, wie es weitergeht. I'm just glad we found ich glaube, mir wird es halt vor allem an technischem Know-how fehlen. Also ich wüsste nicht, wie ich es machen soll. Und Hasen stehen jetzt auch nicht unbedingt auf meiner Speisekarte. Topf, da. Nehmen wir den Topf Daniel mit. Needs to eat something after all that psychic crap. Können wir uns noch alles ansehen? Mache ich jetzt aber nicht. So. Essen vorbereiten. Hallo Friedrich, hi. Abendessen, ja, hier gibt's auch Abendessen. Schön Ravioli. Aus der Dose. Ich glaube, Hundi will auch was essen. Aber ich finde das cool, so auf dem warmen Ofen zu kochen. Brauchst du keinen Herd, wenn du so einen Ofen hast. So. Hallo, was will ich? Kind, was los? Was willst du? Lass mich doch mal hier durch. So, was können wir denn für den Hund machen? Wenn er noch irgendwie nur ansehen. Schade. Hund? Kind, was los? Willst du mit uns reden? Außen zeichnen. Draußen zeichnen ist immer eine gute Idee. Hm.
Habe ich's besser, keine Dosenmahlzeit. Ja, ich glaube, die beiden haben auch momentan nicht so viel Auswahl. Entweder nehmen sie das, was da ist. Oder, ja. Mal gucken. Müssen sie einen Hasen erlegen oder so. I've looked enough. Time to draw now. Zeichnen! Hallo, wo ist auf der zweite? Hi. Wir zeichnen mal wieder. Mehr Details. Cool. I think I'm ready to draw this. Was du verpasst hast, noch nicht viel. Also wir haben... Und unser kleiner Bruder ist jetzt ein Padawan. Er muss seine Kraft trainieren. Und wir helfen ihm dabei. So. Oh, campen gehen würde ich auch gerne. Dann Stockbrot am Lagerfeuer machen oder so ein schönes Würstchen am Stock. Oder ein Fisch oder so. Time to take the pen, dude. Da. Sieht voll gut aus. Noch mehr. Okay. Got blub, blub, blub. Ja. Er ist uns nicht auf die dunkle Seite der Macht geht, genau. Let's get back in. So, Ravioli bloß nicht anbrennen lassen. Dinner's ready. Darf Diaz. Genau. Lecker. Du, als wären Spaghetti. Spaghetti a la Diaz. Didn't you taste the famous truffle sauce? Yep. Plus, I love the garlic bread. Es ist vielleicht ein bisschen komisch, wenn der Hund auf Deutsch Trüffel heißt und die von Trüffelsoße jetzt reden. Hätten sie den Hundenamen lieber mit Pilz übersetzt? Hall Mushroom? Dem Hund Ravioli geben? Ich weiß ja nicht. Daniel, come on. I know. Hide my powers. But it's just you and me and Puppy. I don't want you to get in the habit. Kleiner, hör doch auf, du wirst krank davon. Kind. Lecker Hundesoße, nein. Sorry, I'm cool. Hold on. I need to show you something. Okay. So. Wo gehen wir denn hin? The map. I think I left it with my books. Yeah. Book. Nothing here. Wir müssen weiter suchen. Daniel, what did you do with the map? What do you mean? You know what I mean. Die Karte. Where's the map that was with my stuff? I don't know. I'm not map, keeping track of things. Na gut, dann wollen wir mal gucken. Wo ist die Karte? No poop, okay. Wo ist unsere Karte? Karte. Boah, die Kerze hat gar kein Feuer. Was ist das für ein Troll? So. Durchsuchen. Spielzeug. Trüffel, geh mal beiseite. Okay, come on, doggy. Let's go, girl.
Daniel fragen. Hey man, can you Magie, call your dog? Genau. I don't exist. Mushroom, come here, girl. Super, danke schön. What a great team. Wenn der Hund nicht auf uns hört. Time to Super. Play dad talk. Zeichnung. Ja, das ist gut. I could do a super cool manga about Daniel. Ja, mach das. Sieht cool aus. Ist das eine gruselige Puppe? Man, I miss listening to music so fucking much. Ja, Friedrich, ich hab mich gesehen bei Daniel der lieben Mao im Chat. Die liebe Mao ist auch ganz, ganz toll und sympathisch. Weep. Er ist einer von uns. Sean, there's someone at the door. What the? When did he show up? I don't know. What? I just saw him now. Sean, I'm scared. Don't worry, Inanno. It's probably just some mother. Daniel? Got you. Du! Man. Are you out of your mind? Come on. Don't be such a pussy. Not so much. Don't you think your power can be put to a better use? Was wäre, wenn jetzt wirklich jemand gestanden hätte und beim nächsten Mal glaubt er nicht mehr dran? Okay. I think it's time for us to hit the road. You're not getting better. We're almost out of supplies. No. I'm okay. Eh? It's just a cough. Ich hab's nicht gesehen. Ja, hab ich. Ich war die ganze Zeit da. Ich war am Lurken. You need some medicine. Look. Here. Beaver Creek? What's that? That's where Karen's parents... our grandparents live. Okay. So what? So we can go there and... Karen? Heißt die Mutter Karen? Probably help us. Die, über die wir nicht Why reden. Why do you always force us to run, Sean? What if they don't like me? Wir sind Familie. They're family, right? Oh. Plus they always for what Karen... for what Mom did. Wenn die Mutter schon sure? Karen heißt... Das cool kann schon nicht gut gehen. Manager, and genau. They're gonna love you. Grandpa's super cool and I'm sure you guys will be best buds. Well, okay. But Mushroom has to agree too. She's part of the team. What do you say, girl? Es ist ein Ja. Okay, when? Tomorrow. The sooner the better. Eine echte Karen, genau. Eine Karen als Mutter zu haben, muss echt nicht schön sein. We should do something fun for our last night here. How about a game of dice? If I win, I get to draw on your backpack. You know I'm gonna win and draw a dick on your bag, right? I don't think so, loser. Party time. Okay, ready to lose, Captain? What's your butt, matey? Eine gute gibt es ja. Ja, aber das ist eine Karen und keine Karen. Das machen wir jetzt. Aber wir würfeln. Okay, wir würfeln. Wie geht Here das Spiel? Go. Just need a 6, a 5 and a 4. Oh, shit. No crew. Schiff. Wir nehmen ein Got Schiff. Ship now. Ein Kapitän. Ahoy, Captain. Dann können wir würfeln. Ja, würfeln. Würfeln. Can so. I get a four, wir please? Spielen schon wieder ein Spiel. Du musst gewinnen. Still incomplete? Jeez. Sounds like a no score. This is my last chance. Los. Don't fail me. Oh, shit. No score.
freaking random. Ja, okay. You're gonna lose. Mal gucken. What? Das sind keine echten Memes. Sit, please. Sit. Ahoy. Got a ship now. Ja. Jetzt? Come on, give me something. Schiff und anything. Captain hast du. Brauchst noch eine Mannschaft und dann. You. It was a close one. Okay. Not bad. Schummelt mit der Macht wetten. On, wahrscheinlich, Roger. Wahrscheinlich. So, can wir sind wieder dran. Wahrscheinlich schummelt er, damit wir nicht gut würfeln. Come on. I need a ship. Okay, wir brauchen erst ein Schiff. Uff. Scheißecke. Still no ship. Seriously? Wahrscheinlich. Hallo Jody, willkommen. Too bad. Oh, guck mal, wir haben this ship is ein mine. Schiff. Wir haben einen Captain. Captain's ready to rule. Haben eine Crew. More pirates. Hi. Und jetzt können wir noch Beute hinzufügen. Here you go, cargo. Und das auch noch. High so. Score. Good luck beating that, matey. Wenn mich irgendwie daran, dass Max und Chloe Piraten gespielt haben in der Bonus-Episode. Ja. Ach Mann. Ich hoffe, dass wir hier nicht auch weinen müssen. Ich will nicht weinen. What? Come on. Sit, please. Sit. All right. Everyone on deck. Ernsthaft, er hat schon wieder alles? I need the score now. Pretty please. Okay, that will do. Okay. Sheesh. Ich glaube, ich habe verstanden, wie das Spiel geht. Come on, my turn. Okay, nochmal würfeln. Cool. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Das ist eigentlich ganz lustig. Come on. Wir haben noch kein Schiff. Too bad. Still incomplete. Sounds like hallo? Store. Junge! Ich hab das gesehen, du. Du kriegst auf die Finger gehauen. Find these dice. I don't know. Probably read all these books. Ich hab das gesehen. Sag doch, Hacker. Ja, auf jeden Fall. Ich hab das gesehen. Time I beat Dad at chess. You mean we beat Dad? Yeah, you did help me. Oh, und er hat schon wieder alles beim ersten Wurf. Natürlich schummelt der. I bet he would have liked this game. Definitely. And I win. Yeah. You know what it means? Yeah. Dass du geschummelt hast. You won it. Here's my bag. Let's see. Finished. A poop. Wow. Yeah, it suits you. Well, thank you very much. So, let's do another one? Nein. Okay. Yeah, okay. Dann spielen wir nochmal. Beat you this time. It's getting wer du schummelst. Ich will noch, ich will gewinnen. Okay. So, wir spielen das jetzt nochmal. Do you think Grandma and Grandpa will have a console? Wahrscheinlich eher nicht. I don't think so, dude. So, wir haben sorry. Ein Schiff. No biggie. I like playing dice and stuff too. Ja, mein whoa. Captain. Daniel, the big nerd, getting sick of screens. Ja, meine no Crew. Way. It's nice for a change. But und dann müssen wir noch mal. Playbox. Yeah. I bet. I hope Noah's so, den fügen wir hinzu. Und dann würfeln wir noch einmal und gucken. I'm sure he is, pal.
No way he'd give up your super kingdom. Awesome. You'll do better next time. Or not. Ach komm, das ist jetzt nicht so schlimm. I'm a sucky pirate. Ey, 9 Punkte sind doch in Ordnung. The dice are yours. Kannst nicht gewinnen. Weiß ja nicht. Mushrooms growing up so fast. Really? I don't see much difference. Hallo? Was ist mit dem los? Der gewinnt natürlich wieder. Hat er für verdammtes Würfelglück. She's so cute. I'll love her forever. So. Can I get something better this time? Oh. Warte, wir haben ein Schiff. This ship is mine. Auf jeden Fall ein Hacker. Wir haben einen Captain. Ahoy, Captain. Wir haben eine Crew. I have a crew now. Here comes the loot. Wir haben ein bisschen Great Beute. Job, lover. Und was ist das? Eine 2 und eine 1. Eine 2 und eine 2. Wir würfeln nochmal. Alright. Got a full ship. I need to score big now. Nice. So, dann packen wir den noch dazu. Und wir würfeln nochmal. Now's the time for big numbers. Awesome. You'll do better next time. Or not. Was haben wir jetzt bekommen? Ich kann die Zahlen nicht richtig lesen. Na ja, egal. Your turn, lover. Ich kann wahrscheinlich echt nicht gegen den gewinnen. Also ich habe die Hoffnung, dass wir den beim Schummeln erwischen. Du kannst mir nicht sagen, dass der nicht schummelt. Alright. I just need a 4 now. Yes. Ship, captain, and crew. Wow. And I win. Yeah? So, let's do another one? Oh, nee. Wird spät. It's bedtime. Gotta get up early. I'm gonna finish my comic book. Mach das. Cheetah, report. Fix, please. Genau. She has to pee. Okay, okay. I'll take her out for a walk. Aber ich habe Angst im Dunkeln. You're going to smoke. Gross. You're right. Don't smoke. But... Nein. It's our last night, so... Nine. Alright, alright. I heard you the first time, dude. Nee, ich rauchen. Rauchen ist böse. Beziehungsweise rauchen ist nicht gesund. Es ist nicht böse. Nicht jeder, der raucht, ist böse, aber es ist auf jeden Fall nicht gesund. Zigaretten verkaufen bringt Geld. Ja, wahrscheinlich wäre das besser. So. Hör auf! Pack das weg! Pack die Fluppe weg! Kann es nicht ändern. Leider. Nein, Karma. Nein. Ja, sagen wir es so, Friedrich. Ich fühle mich nicht wohl im Dunkeln. Ich habe vielleicht nicht unbedingt Angst, aber ich fühle mich auch nicht wohl. Hat wahrscheinlich das lange Menschsein so mit sich gebracht. Ah, Bonk, genau. Und einmal Karma Bonk. Schön. Kommt da jetzt noch was, oder? Es riecht so widerlich. Ja. Du kannst es nicht, oder? Nee. Tja. Mona ihre Nachtsicht verloren. Ja, die Menschenaugen sind nicht so gut. Ah. Wolz.
Regeln. Also, ich finde auch, dass Zigarren teilweise gut riechen, aber das soll trotzdem nicht heißen, dass es gesund ist. Also, aber Zigaretten sind schon eklig. Vom Geruch her. Vor allem, man selbst als Raucher schmeckt ja kaum noch was, weshalb auch viele, die mit dem Rauchen aufhören, dann einiges an Gewicht zu legen, weil sie merken, oh, das Essen schmeckt viel besser. Und dann essen die halt einfach mehr. Ich dachte, du hast die perfekten Augen. Ja, ja. Papers, please, mit seinen perfekten Augen. Ach ja. Dann tu doch wenigstens deinem kleinen Bruder den Gefallen und lass das rauchen, weil das stinkt. Stinken deine ganzen Klamotten, die ganze Bude, alles. Aber allgemein alles, was du irgendwie an Schadstoffen einatmest, ist nicht gut. Deswegen ist auch Shisha und diese ganzen E-Zigaretten und alles wahrscheinlich nicht wirklich besser. Hey Daniel, how are you doing? It sucks. I'm coming. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass es mindestens genauso schädlich. Mushroom wants to go out. Don't you hear? Yeah, sorry. Move. So, what's going on? It doesn't fit in. There's too much stuff. It's fucking bullshit. Du solltest dir kein Fluchen angewöhnen. Okay. No more swearing. Sure. Like you're always polite. Come on. Chill out. What did you pack in? What the f- Dude, you can't fit the whole room in. Don't worry. Ja, vielleicht ist das auch seine super strong, seine Magiekraft, irgendwie Zeug zu verkleinern oder sowas. Awesome. Yeah, passt alles. Super. Looks like we're almost set. Where's Mushroom? Still peeing, I guess. Lass ihn doch rausgelassen. Check what she's up to. Okay, I'll fill up our bottles and I'll catch up with you guys. Oh man. Okay. Flaschen auffüllen. Da. Trinkwasser. Okay. Himli, hi. Willkommen. Guten Abend. So. Tasche. So. Alles einpacken und dann okay. Geht's los. All done. Where the hell is he? Weggelaufen. Nach Mushroom suchen. Nach Daniel suchen. Oh Mann, Daniel. Das kann schon nichts werden jetzt. Daniel! Hey, you out here? Daniel, hallo? Da. Wo bist du? Daniel! Where is he? Ja, genau. Folge jetzt einfach mal den Spuren hier im Schnee. Das sind die Hundespuren. Vom Hund gehen da lang und die von Daniel hier.
Rufen mal. Where are you? Der Hund rennt hier überall rum. Hallo? Wo bist du denn? Folge jetzt einfach den Spuren. Ernsthaft? Dude, what are you doing? Wenn der hörst. Not good. No! Das Blut. Das Blut. Das Blut. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Das Blut. Leute, bringt mich nicht zum Weinen. Leute, nein. Daniel? Oh, Puma. Kätzchen. Katze. Oh, shit. Daniel. Do not move. It killed her. She was my friend. Calm down, okay? Listen. Leave me alone. No. Nein, Katze, böse. Aus. You just wanted to protect us. Rip-Trüffel und Rip-Kuma, Kuma-Puma. Oh Gott. Ah! Figure it out. Trüffel. Ich glaube, dem Hund kannst du nicht mehr helfen. Der Puma ist gründlich, was das angeht. It's all right. I'm right here. Ja, was hätten wir machen sollen? Wenn wir vortreten und ihn aufhalten und uns vom Puma fressen lassen? Sollen wir das machen? Ich meine, der muss halt lernen, seine Kraft zu kontrollieren. Und er muss lernen, dass das nicht geht. Ah. Okay. Wir müssen ihn wieder auf den richtigen Pfad weiten, das stimmt. Ansonsten ist unser Padawan verloren. Soul for the soul. Quasi. Quasi. Jetzt könnt ihr Trüffel wenigstens Here. Beerdigen. You should do it. Ordentlich. Und der Kleine muss halt draus lernen. Ich meine, interessant zu sehen, was seine Kraft alles kann. Du kannst einfach einen Puma das Genick brechen. Aber, ja. Ich würde sagen, es ist nicht ganz so gut. Was ist das? Ja, das war's. Well, unless you want to say something. Goodbye, Mushroom. You're such a good puppy. I'll always remember. Aber kann auch einen Stern zerstören aus dem Himmel holen. Ich glaube nicht. Das müssen wir herausfinden. Hat er ja noch nicht ausprobiert. Können wir nicht wissen. I'll never forget you. Never. Ruhe in Frieden. Good girl. Rest in peace. Rest in peace. You won't be Ruhe forgotten. In Stückchen. Sean, do you think she's up in heaven? Ich weiß nicht, warum die das mit Trüffel übersetzt haben. Ich weiß es nicht. Yeah. I'm sure he will look after her.
about his allergies. Don't worry, Inanna. There's no allergies up there. They'll be fine together. Das glaube ich auch. Trüffel passt jetzt auf Papa auf und Papa passt auf Trüffel auf. Okay. Beziehungsweise auf Mushroom. We should go. It's getting late. Sean. I'm sorry I killed the cat. The cat. I don't know what I was thinking. Ein Kätzchen. If only I could. I know. Come on, buddy. Aber, Junge, du musst lernen, das machst du nicht wieder. Du machst einmal Scheiße und danach machst du es nicht nochmal. Ist jetzt schade für den Puma. War ein schönes Kätzchen, aber ich will nicht wissen, was sonst passiert wäre. What about my traps? Should we leave them up? They'll protect the next runaways to stay here. Trinken nicht vergessen. Genau. Rip Puma, Boomer, genau. You look after our mushroom. So long. Du liebes bisschen. Jetzt geht's ohne Hund weiter. Das ist schade. Aber sie hätten den Hund auch nicht allein da rauslassen sollen. Um ehrlich zu sein. Ach Mann. Ich finde die Wälder so schön. Hm. Und die Musik erst. Ach Mann. Ihr, was macht ihr denn da? Musik ist immer ein Genuss, ja. Und ich finde die Musik in Kombination mit dieser, mit diesem speziellen Grafikstil ist einfach unglaublich schön. Es passt so gut zusammen. Einmal weniger zu stopfen. Ja, ich habe dran gedacht, aber ich wollte es jetzt nicht so sagen. Klingt dann doch ein bisschen, ja, makaber. Und sie müssen den Hund halt jetzt nicht mit rumschleppen. Friedrich, ich wage auch zu bezweifeln, dass das so gesund ist, aber was haben sie denn anderes? Okay, Stefan. Hallo, the creep living the next door. Oder living next door. So, genau. Hi, guten Abend. So. Und dann geht die Cutscene noch. Ich finde es unglaublich schön, ohne Frage. Deswegen mache ich auch nochmal ein... Ups, jetzt habe ich einen Screenshot vom Vogel gemacht. Auch gut. Mach ganz viele Screenshots. Ah! Schön. Jetzt fängt es an zu schneien. Vielleicht finden wir Brody wieder oder so. Brody, unser Bro. Obwohl, nee, die wollen ja jetzt Oma und Opa suchen. Ah. Das Leben ist komisch, auf jeden Fall.
So. Auf Wiedersehen, Ursaf der Zweite. Danke, dass du da warst. Dann mach's gut. Hab noch einen schönen Abend. Ja, mal gucken, ob sie von Oma und Opa aufgenommen werden oder ob sie die wegjagen. Das würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn sie weggejagt werden. Ich meine, wenn die Mutter eine Karen ist, sollen die Großeltern sein. Und wer weiß, wie die Großeltern mütterlicherseits auf den Vater zu sprechen waren, der aus Mexiko kam. Also. When was that? Before you were born. Merry Christmas. Come here. Let me check you out. Claire likes everything. Mach mal das Gesicht sauber. Dad said she got pissed because he let me bring a snowball in the house. We don't want to look like total pigs. Tja, ich glaube, sie werden nicht wirklich gut aufgenommen. Das ist jetzt einfach mal so meine Prediction. Ah. What if they went on vacation? Wäre nicht schlimmer als die Dursleys. Something. Ja. Wie viel wettest du? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich wette, aber. I'm sorry, we don't want any of. Hallo, Oma. Hello, Claire. Sean? Hallo. Oh my. Is that Daniel? What's going on out here? Oh nein, Opa. Look who's here? After all this time. What the hell are you doing here? Steven, watch your mouth. Well, it's kind of a long story. Oh, you poor thing. You know he's sick, right? Yeah, but... Okay, inside. Okay, Oma ist doch lieb. Ich glaub da noch nicht dran. Ich glaub da noch nicht dran. Irgendwer hat jetzt im Hintergrund... ja. Wer nennt seine Oma beim Vornamen? Wer nennt seine Mutter beim Vornamen? Das ist jetzt die Frage. Scheint auch gut zu sein. Ja, ich glaube noch nicht wirklich dran, um ehrlich zu sein. Also ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Mein Omi doch nicht mal Vornamen. Ich weiß nicht, es scheinen ja keine gute Beziehung zueinander gehabt zu haben. Deswegen wundert mich das nicht, dass die Großeltern auch die Mutter teilweise mit dem Vornamen ansprechen. Also wenn der Vater alleinerziehend war mit den beiden. Warm enough for you? Oh yeah. Feels nice and toasty. I gave Daniel some cough medicine, but you should have taken better care of him. He could have been worse. You were lucky. Ja, die hatten nicht wirklich eine Wahl. May I talk to you for a second? Ich glaube, das hat nichts Gutes zu bedeuten. Fuck. Did I make a mistake coming here? Ich weiß es nicht, es kann sein. Versuch zu lauschen. Maybe we should call Gus. I'm not sure that's a good idea. Do we really want to involve other people? Well, maybe he can help. We have to do something. Please. Lausche die gerade. Die reden auf jeden Fall darüber, dass Sean ja womöglich ein Mörder sein könnte und so.
Und die wissen nicht, was sie machen sollen. Das ist das, was ich jetzt aus dem Zeug rausgehört habe. Ich weiß nicht, ob es im Stream hörbar war, aber... Are you all right, honey? Genau. Das war so das, was ich gehört habe. I'm good. Well, Sean, do you want to talk about... The police called us a few weeks ago. They're looking for you as suspects in a homicide. Now, if you want us to help you, did you? Klasse, ich war jetzt mit der Oma drin, genau. In Seattle. No, that's fucking bullshit. I never touched the guy. No, don't get mad, Sean. We have to ask. We only know what we saw on the news. All I know is that he shot Dad. And now he's gone. Oh, sweetie. We are so sorry for what happened to your father. But why did you run away if you're innocent? Daniel zu beschützen. I didn't want Daniel to see Dad. Like that. I felt like I had to protect him. I understand. You know the police would separate us. Maybe forever. Daniel would end up in foster care. You can't be sure, Sean. Ja, aber er würde auch das Risiko nicht eingehen. At least you've managed to come here alive. We're glad you two are okay. Können wir jetzt bei Oma und Opa rumbleiben, oder? I hate to think what could have happened to both of you. You need to think of long-term solutions now. Tried. I swear. But I can't do everything. So, what are your plans? Wir wollen nach Mexiko. Go down to Mexico? To Puerto Lobos? Dad has a family house there. Sean. That's Dan. You can't run away from the law like fugitives. How can you look out for your brother if you're both running from the police? You two are gonna stay with us. Oh, Stephen. Maybe we should... Dad never really wanted us in your life. Ich weiß nicht wirklich, was jetzt der Plan ist. Ich bin gerade ratlos. We want to prove it, okay? Whoa, really? Aren't you scared? The police already called you. Lordy, yes. But we were also scared for you. That's why you'll have to be careful around here. Beaver Creek is small and... nosy. Okay, ich glaube erst. Oh, das ist ein süßer Pyjama. Oh, Sean, guess what? There's a huge model train upstairs. Hey, you're supposed to be resting, young man. Aber Oma und Opa scheinen lieb zu sein. Okay, vielleicht habe ich mich auch an denen geirrt. But he seems better already. Anyway, you and Daniel will stay here, at least until Daniel's better. We'll see what happens next. So, I bet you're hungry. Let me fix you something. Haben die Oma und so, die sehen beide so lieb aus. Hoffen wir es. Ja, ich hoffe auch, dass sie lieb sind. Aber ich kann es verstehen, wenn die in einem kleinen Ort sind, dass die Nachbarn alle sehr neugierig sind. Ich kenne das. Da bleibt gefühlt nichts geheim. Oma essen müssen. Also das Essen von der Oma, nicht die Oma essen, ja? How do you feel, Superwolf? Way better. Yeah? It's nice and warm in here. And the food? Yum. Yeah. Feels good. Feeling better? You look cozy. Yeah. I love that bed.
Omas und Opas sind immer die besten. Ja. Thanks, Grandma. Good. Your temperature is down. I'm way better now. You still need to take it easy. Was? How about if we say a little prayer? Genau, komm mal zum rettet Leben. It's like bedtime story. Tote Oma frisch und Teiler gekocht. Ach nee, bitte nicht. Yes. Except the Tote Oma frisch von meiner Oma gekocht, das ist auch ist schon schlimm genug. The ceiling. So are we ready to pray? Just follow my lead. Mhm. Okay. Sure. We need all the help we can get. Can you ask the blessed dad? And Sean. And Mushroom. And you and Grandpa. And Mama. Heißt das. Else. Oh my. Was ist eigentlich die Mutti? So sweet. Ist nachtisch kalt, der Hund. Oh Gott, Stefan. Ja, der Hund ist kalt, vor allem da, wo er jetzt liegt. For bringing Sean and Daniel safe and sound into our house. Ja, ich weiß, was kalter Hund ist. Weißt du, was eine Süßspeise ist? Mushroom. Please give us the strength to get over the hardships of the past and the trials yet to come. Amen. 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 Okay. It's bedtime. Try to get some rest. You still need it. And no roughhousing in here. No worries. Karma ist besonders in seiner Verhaltensweise. Good night. Oh, and thanks again. Good night, Grandma. Gute Nacht, Oma. Mann, dieser Weihnachtsmann, der wird mich so gruseln, wenn er da vor meinem Fenster hängt. And the bathroom. I hear that. Plus, you don't smell anymore. Whatever. Well, Claire seems pretty caring. Es klang nach einem vernichteten Sassenzeugnis. In so einem Grundschulzeugnis, wo nur geschrieben wird wahrscheinlich, ja. I think so. And the more important thing is you'll have time to get better. Sean? Are we in Mom's old room? Nah, I don't think this is the one. Not from what I remember. But it's been a while. Could we... Vielleicht ist die Mama auch tot. Check it out tomorrow? Maybe find some of her stuff? Warum? Why would you want to do that? I just don't know anything about her. Daniel, I understand. But we need to focus on where we are now and where we're off to. Mom left us. She made her choice. We gotta make ours. And we can't keep going. Aber er möchte nur was über seine Mama wissen. You know what I mean? Nein. Yeah. Nein. Ihr könnt doch trotzdem fragen. Hey man. Ist doch nichts falsch dran. You've been doing so great with your... Well, you know. Auch im Arbeitszeugnis. I was wondering. Okay, ja, das stimmt. How do you do it? I don't know. I concentrate and it just happens. Tut es weh? Wait. Does it hurt? Nah. It's kinda itchy though. And exhausting. Sorry. Anyway, remember the rules, right? We really don't want Claire or Stephen to start asking questions. I know, I know. Don't show, don't talk. Just keep that in mind and everything should be fine. Sleep tight. Good night. Little cup. Gute Nacht. Ich finde die Speicheranimation so süß. Ihr könnt ihn nicht wirklich sehen, aber wenn die immer halb durch mich verdeckt wird, aber die ist so süß.
eine Woche später. Wir wohnen jetzt schon eine Woche bei Oma und Opa. Immer noch ein paar Kratzer im Gesicht. Weil die werden verheilen. Hoffentlich. Ihr könntet mal aufräumen. Man, I could sleep all day long in this bed. But I'm way too hungry. That's a cool memento of our secret cabin in the woods. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Kann uns alles nur ansehen. Schlafanzug. Könnt ihr nicht mal aufräumen? Kleidung anziehen. Ja. Hallo? Anziehen. All right. Yeah, I'm allowed to go out now. So. Was da? Ein Weltallspielzeug. Naja, okay, geh mal raus. Sean, finally. Oh, cool. Sean, are you awake? Breakfast almost done, so come down when you're ready, okay? Okay. What's up? Ah, look who's here. But you're too late for the 9:15 express. Oh nein, wir sind zu spät. It's okay. I'll take the next one. It will leave after breakfast. Don't be late this time. Okay. I won't. Zum Frühstück nach unten gehen. Okay. Das Gästezimmer. Können wir hier ein bisschen rumschnüffeln? Bedroom. Wir schnüffeln jetzt ein bisschen, okay? Better not sneak in. They won't like it. Okay. Okay, passt. Genau. Da. Was können wir denn hier machen? Waschbecken. Gesicht waschen ist immer eine gute Idee. Ich mag Züge. Genau. Oh, man. How did we survive for weeks out there with no hot water? Ja. Kannst du irgendwie Wäsche waschen? Alte Griff. Hope I'll never have to hold on to a bar to take a shit. Hey, du wirst es nicht verhindern können, wenn es so weit ist. Möchte hier mal reingucken. It's been locked ever since we got here. Ich glaube, das ist das Zimmer von der Mama. Ist da ein Schlüssel drin? I broke this thing like 10 years ago. I can't believe they fixed it. And kept it. So. Okay. Was haben wir denn hier? Wir haben Spiele. Zeug. Wir schnüffeln wieder überall rum und dann gehen wir erst dahin, wo wir hin sollen. Ich mag solche Truhen zum Sitzen im Flur und so. Ich finde es auch schön, dass es nicht so wie ein gefühlt jedem anderen amerikanischen Haus ist, dass man dann direkt im Wohnzimmer oder in der Küche steht. Dann haben wir jetzt noch so einen kleinen Flur und ein Treppenhaus. Das ist doch schön. Ist Teil der deutschen Internetkultur. Das muss man doch kennen. Ja, ich kenn's. Aber wenn du mich jetzt danach direkt danach fragen würdest, würde ich wahrscheinlich erstmal dumm aus der Wäsche gucken. Oh my. Look who's awake. Good morning, sleepyhead. Hallo. It's that bed. Feels like a cloud. Was ist hier drin? Die Waschküche, okay. You can sit down, Sean. No. Licht aus. Ja, ja, wir haben Hunger. Hallo, Oma. Zusammen frühstücken. Klingt doch gut. Daniel, breakfast time. Your brother is ready. Ah, Waffeln. Ich will auch Waffeln. Steven, your grandson needs to eat now. You can show him the boxcar later. Schön. I love how they're getting along.
Ask for Hilfe. Or anything? Oh, don't worry. I can do this in the dark. Thanks for the offer. Aber es ist immer hilfreich, es anzubieten. Are you boys done playing? We had an express delivery with the passengers. But the engine broke down. Yep, has to go straight to the workshop. Good. No trains in the kitchen, remember? Gotcha, Chief. Choo-choo! So, was gibt's? Oh no, Oma! Sugar. He can fix his trains, but not my kitchen. Du brauchst so eine neue Küche. Vielleicht können dir deine Enkel jetzt helfen dabei. Was soll das hinsetzen? So. Did I make enough? Everything's okay? It's great. As Waffeln usual. Mit Rührei? You're the best cook ever. Ernsthafte Waffeln? Looks okay. Like you're getting cozy with this new country life after all. Mm-hmm. Yeah. It's nice to be far away from everything. Feels like we're the only ones out here. Well, that's exactly why we love it. It feels safe. Unlike the big city. I get it. I like it. It's cool here. Well, bless your soul. You'd get along good with our neighbors. We try to lend a hand. Like to Charles next door. He lost his wife, and things have been hard on him and his son. He would just get lost in Seattle. But we're all taking care of him here. How old is his son? I think he's your age. Ooh, cool. Aber die müssen vorsichtig sein mit den Nachbarn. Die Gefahr ist noch nicht vorbei. Die werden immer noch gesucht. Es muss einfach in Vergessenheit geraten. Eigentlich müssten die so lange jetzt bei Oma und Opa unauffällig leben, bis wirklich nicht mehr offensichtlich nach denen gesucht wird. Stopp. Stop, it's crazy. Auf! Hey, what's going on back there? Nothing. Oh. I thought Steven was a fast eater. Hey, Grandma, I wanted to ask you something about that locked room upstairs. I told you there is nothing to see in it, Daniel. Nee, gibt's nicht. Why were you in it this morning then? Because there's a lot of old junk in there, and besides, it's not safe for you to explore. Okay? But we'll be fine. Why don't you go explore outside? You sure look like you're getting better. Get some fresh air. I'll wait for Sean, and then we'll go. We won't be loud. Promise. But be careful nobody sees you. Stay in the back, okay? Okay. Maybe you should tell him that it was Karen's room. It's just a room now, Sean. Nothing to see. Warum dann abschließen? Why lock it then? It feels like you're hiding something. There's no secret. We just want to move on with our lives, Sean. So nobody goes in the room, okay? I'm serious. Okay. Did Mom ever contact you? Ich will nachfragen, ich bin neugierig. Then she was gone. Lebt sie überhaupt noch? You know, Sean, I don't really want to talk about this anymore. It's over. Anyway. Wahrscheinlich liegt die Leiche der Mutter da drin. Dann wird es irgendwann tropfen. My rules under my roof. Okay? Okay. Of course. Always. I appreciate that, Sean. Now you better go find your brother. Wir haben erst bloß Zigaretten noch hin, genau. There's a shed with some old toys outside. I'll bet Steven has the key. Danny, old freak. Thank you.
Sollen wir jetzt Steven nach dem Schlüssel fragen, also den Opa? Oh, die haben Aquarium. Wohlfahrtsflugblatt. I heard Claire rehearse some songs. She's got the groove. Na dann, von mir aus. Sind halt teilweise die Religionsauslebung in Amiland noch ein bisschen extrem. Oh ja. Weihnachtsschmuck. Hä? Was ist da jetzt? Ah, das ist Vorratsschrank. Okay. Was haben wir da jetzt geguckt? Machst du Übungsbuch? Ja, reden wir doch mal mit dem kleinen Bruder. What's going on? Nur noch ein Kreuz an der Wand. Shoot, I don't know. Ein bisschen verkehrt herum. Ja, ja. Staffelei. Reisefoto. Naja. Aber da ist dein Kreuz an der Wand. Aufräumen. See you tonight, buddy. Schön. Ich finde, es hinterlässt immer einen guten Eindruck, wenn man auch, keine Ahnung, wenn man bei der Oma ist oder so, also halt alles aufräumt und sowas. Oh, ich traue dem immer noch nicht. So, jetzt müssen wir uns wahrscheinlich bei Opa den Schlüssel holen. Opa, hallo, bist du hier oben? Ich spiele jetzt nicht dran rum, ansonsten ist Opa noch böse. Hier ist Opa nicht dran. Opa, hallo? Ohrenschützer, Würfel. Hier hängt auch noch ein Kreuz. Naja, okay. Was? Haben Sie einen Moment? Ich würde gerne mit Ihnen über Satan reden. Ja, klar. Was ist denn für ein Bilderrahmen? Und wo ist Opa? Kann ich klopfen? Ich hätte halt vermutet, dass die Schlüssel vielleicht irgendwie in der Vase versteckt sind oder sowas. Ah. Hallo Opa. I think I need a handy assistant. Can you hand me the glue? Okay. In the cupboard behind me. Sure. Whoa! Careful. Sorry. Die Musik, die da läuft, die gab's auch bei, die lief auch im Diner von Chloes Mom. Sorry. My fault. Das ist die Diner-Musik, die da im Hintergrund läuft. I'm a lazy old man. Hey. Can you close the door? Strange. I want to talk for a second. Oh. Ich sehe uns wieder im Diner. Mit Chloe und Max am Frühstücken. Cable, of course. Yeah, it happens all the time. So. So, listen, I've noticed things with Daniel. You know what I'm talking about, don't you? Nee. Not really. Ich weiß okay. Things. Well, I'm not sure how to put it. Like some kind Mona of mag invisible force. Mir da aufzureißen. A holy gift or something. Yeah. Daniel likes to pretend he's got superpowers, but that's it. That's it.
Okay. But be careful, Sean. You know, he's still so young. Sure. And by the way, let's keep this between us. Claire has a lot of strong beliefs. She wouldn't understand. Mm-hmm. She adores Daniel. And just wants both of you to be safe and happy. Okay, Opa. What I'm trying to say is, maybe you should stay here with us. I know you boys plan to run to Mexico, but... Warum nicht hier bleiben? Thanks. Maybe we could, but... Why not? I know, being out here in the sticks with us old farts isn't exciting, but... This is your home now. It's cool. Kinda different, but... I just don't want you to get into trouble because of us. It's dangerous to be on the road. Do you think your father would have wanted this for his kids? Of course not. But everything's different now. I know. I know. Ach, Opa. Well, ach, Opa. But mal gucken. Don't torture yourself. Wir bemühen uns. Hey, Claire said you had the keys for the tool shed? Oh, sure. Here. You guys enjoy the sun. Dankeschön. Auf Wiedersehen, Opi. Opi scheint korrekt zu sein. And be careful with that shed. It's probably a mess inside. Thanks. Okay. It's good to see you in my lair. You know, you were afraid to come in here as a kid. Really? What's wow. This? Is that you? Oh, yeah, that was taken when I retired. The mayor came to congratulate me himself. That's awesome. Yeah, really okay. Great day. Ah, I wish you'd been here. Ah, okay, just Opie. Ah, there you are, Sean. Got the key? Hey, I have to go out and run some errands. Okay. Can you do me a big favor? Do you know how to work a washing machine? Yeah, weiß ich. Since I was about 8. Of course. Can you throw in yours and your brother's clothes after the next load? Mm-hmm. They're in the bathroom basket. Totally. Yeah. No problem. Thank you so much. Feel free to start tidying your stuff, too. It's good for the health to keep a house clean. Definitely. Daniel can help. Ah, and remember, for your own safety, no phone and no internet. I know, boring rules. Don't worry, Claire. Aber zur eigenen Sicherheit, das stimmt schon. Hey, Daniel! There's work for you! No! I'm busy. Busy my ass! Come over here! You gotta find me first! Jeez. Hallo? I know you're in there. Gotcha! What the? Behind you! Super. Yeah. Very funny. No more hiding. Seriously. Okay, okay. Ja, Friedrich, ich habe auch noch das ungute Gefühl im Hintergrund, dass dann doch noch, also im Hinterkopf, dass dann doch noch die Polizei rufen. Aber ich hoffe einfach mal, dass die jetzt so lieb sind. Yeah, I hear you. Never mind, okay? Cool. Thanks, Sean. Okay. So, dreckige Wäsche. Mitnehmen. Nimm einfach den ganzen Wäschekorb, gell? Let's get it over with. Nimm doch einfach den ganzen Wäschekorb mit. Kannst doch gerade alles waschen. So. Was passiert mit den Nachbarn? Das könnte ich mir auch noch vorstellen, dass die irgendwie von den Nachbarn, also dass die Nachbarn dann irgendwie Wind davon bekommen und sowas. Das kann ich mir vorstellen, dass die dann halt fliehen müssen wieder. So.
How many programs does this thing have? Steht doch was dran. Okay. It will do. As always with Claire, I can't really tell if this is cute or bossy. Falls du die Wäsche wäschst, bitte folge diesen einfachen Regeln. Weiß- und Buntwäsche nicht mischen. Benutze einen Becher Waschmittel für jede Ladung. Falls du meine Kleidung wäschst, benutze das Waschmittel Feinwäsche, damit du nicht noch mehr meiner Sachen ruinierst. Oh, wie süß. Aber war die Waschen getrennt? Du würdest einfach alles mit halt gemeinsam waschen. So, dann gehen wir mal raus in den Garten. Weihnachtsschmuck. Whoa. Look at all these decorations. That's so cool. Wo bist du überhaupt? Gee. Don't know why crooked frames stress me out like this. Hey man. Can you... Ich glaube nicht, dass wir das machen sollten, aber ich mach das einfach. Up there? Easy. Das geht schief, das geht schief, das geht schief. Wir hätten es machen lassen sollen. Let's see. Gleich kommt Opa rein. Oder Oma kommt zurück. Perfect. Perfect. Nice. That thing was killing. Can we go out now? I'm so ready. Ja, kann aufräumen. Tried one of Claire's books yesterday. It's basically a telenovela with white old women. Entspannen und zeichnen, das ist immer gut. Hey, I want to be in your drawing. Okay. Bin ich gut. Ich will noch mehr zeichnen. Cool. I think I'm ready to draw this. Ja, los. Zeichnen. Hope I look good. So. Ich meine, die in das Band und nicht beim Vornamen. Time to take the pen, dude. Ich glaube, das machen die halt nur, weil die bisher keine gute Beziehung zueinander hatten oder halt sich nicht so oft gesehen haben. Ich muss sagen, ich nenne teilweise meine Großeltern, die ich kaum sehe, auch nicht Oma und oder Opa. Willkommen zurück, The Creep Living Next Door. Hi. Pretty good. But I can add more details if I want. Ob du was Wichtiges verpasst hast? Wichtig glaube ich jetzt nicht. Wir haben ein bisschen mit Oma gefrühstückt und halt über versucht, über Mama zu reden, aber das hat nicht so geklappt und ja. So. I'm not moving. Hope I look jetzt sind wir am Zeichnen. Okay. Got it. So. Also einfach Creep nennen, ist sicher einfacher. Einfacher schon, ja, mich. Ich wollte jetzt nicht, dass das irgendwie komisch klingt, weil, ja, Creep dann doch teilweise ein bisschen negativ belastet ist. Aber wenn du sagst, ich soll dich Creep nennen, dann mache ich das. Dann ist das okay. I've looked enough. Time to draw now. So. Komm schon. So. Schön. Okay. Ist das? Aufräumen. Wir räumen einfach mal auf. Nicht, dass sich noch irgendwer, keine Ahnung, irgendwer stolpert und. Oh, this looks cool. Too bad it's broken. Kannst du's? Komm, du kannst es doch wieder ganz machen. Mach mal ganz. Hey, do you think you can fix that? Gee. That's pretty small. So, du meintest, dass die Oma,
Im Chat. Ich glaube, das war so eine Art Treuen und oder Sarkasmus, irgendwie sowas. So this was Mom's ship? I don't know, man. I guess. Ich dachte, du meinst jetzt wegen, also dass Sean halt seine Großeltern mit Vornamen anspricht und sowas. Oh. Besprechen. Oh, man, can you imagine watching a slasher out here? Deep in the woods, no one around. No way. Too scary. Das sind so typische Oma-Opa-Massagesessel. Bin da drin. Have you ever seen any actual fish in there? Never. Anheben lassen. Hey Daniel, can you show me the fish? Easy. Just watch. Gleich geht's schief. See? Hello, little guy. Hallo. Oh. Opa beautiful. Sieht das. Okay, aber wir können unseren Bruder da ja jetzt so ein bisschen üben lassen. So. Cornflakes aufräumen. Clean weiß, kitchen. Ich laufe jetzt hier nur rum, aber ja. Rezepte. Oh, was ist das? Oh, das sieht lecker aus. Claire could totally be on one of those cooking shows. Ich würde auch gerne mal wieder einen Kuchen backen. Choco Crisp. Of course he begged for these. Can't really blame him though. Hausarbeitsliste, was gibt's denn da? Pretty different from the one we had. Unsere Gewäsche waschen. Großeltern umarmen ist immer gut. Zimmer aufräumen. Okay, Wäsche gewaschen haben wir. Zimmer aufräumen. Können wir das jetzt machen? Können wir unser Zimmer jetzt aufräumen? Papier. Ansehen. Was ist das denn da? Claire can draw pretty damn good. Wie süß. Guess it runs in the family. Horrorfilm. So, dann. Ich will aufräumen. Da stand doch Zimmer aufräumen. Da. Wir können es durcheinander aufräumen. Ich glaube, dann ist Oma glücklich und dann ist alles gut. Come on, man. I put all your toys in the trash, dude. Really? Of course not. But next time you bail on me, maybe I will. Papas Bild. Stephens Book. Müssen wir jetzt nicht unbedingt angucken, aber wir haben ein bisschen aufgeräumt. Okay, ich glaube, das sollte erstmal so klappen. Okay, dann glaube ich, können wir jetzt rausgehen. Da haben wir alles gemacht. Da schwimmt Fischi. Hallo. Careful. Sean. Oh, shit. Got you. Seriously, man. Du lass das stehen. Gleich geht's kaputt. So, komm, wir gehen jetzt. Okay. Time to burn off some calories. What do you say? Haha. Yes. Ist das auch warm genug? Oh, man, so ein großer Garten. Feels so good to be outside. Reminds me of the cabin. Right? Oh, oh. Watch out for the pack. Ach man, ich weiß nie, wie ich es ist RB, das da, okay. Get ready for storage wars. What's wrong? Frozen shut. Zugefroren. Ah! Look. Das ist der Sohn von den Nachbarn. Uff.
Denkt er jetzt, er wäre ein Superheld? Ah, oh, sie süß. Did you see that? Was gesehen? See what? We just got here. Are you okay? Yeah. I didn't see anything either. Okay. Okay. I just fell down into the snow. Dad says I'm kind of clumsy. That t-shirt is wicked. Who's okay. Your favorite superhero? I love Stefan Hofmann. Nein, Stefan, nein. Oh man, I have the Mega Power Bear. You should check it out. Aber er sollte sich eine Jacke anziehen. So cool. Chris, oh God. Look, I am so sorry. Are you okay? Dad, I'm fine. I promise. Are you sure? Listen, I shouldn't... Do you know them? It's okay, Dad. They're cool. He loves superheroes, even Power Bear. Ah, gotcha. Hey there. Are you staying with the Reynolds? Auf der Durchreise. Yeah. But not for long. We're just passing by. I see. Oh, geez, Chris. You don't have any damn shoes on. I'm sorry, buddy. Aus dem Spin-off. Ja, deswegen, wahrscheinlich geht's dann dabei um ihn bei dem anderen yeah. Spiel. Okay, Dad. Thanks, guys. Oh, and, if Claire asks, tell her everything is fine. Okay. Sure. No problem. Cool. See you around then. Ich wollte ja nicht sagen, dass es unsere Großeltern Thanks, sind, weil guys. Sonst kann der halt See ganz schnell yes, darauf kommen, dass wir die Gesuchten sind. Daniel, did you forget everything about the rules already? Sorry, Sean. Did Aber die Regeln. Really? Er muss sich an die Regeln erinnern. I know you only wanted to help, but it's too dangerous. For both of us. Whatever. Rules are boring. Yeah, but it'll be worse than boring if we get busted out here. Come on, Daniel. Steven already saw you using your powers. Fine. Ja, man, I'll be ja die Nachbarn sind schon komisch. I'll never help anybody again. Okay? Daniel. Aber das haben wir nicht gesagt. Remember that we're hiding out, so no training and no showing off your power. From now on, you stick with me. All the time, okay? Schwierig. Also, es könnte halt sein, dass er dadurch dann irgendwie bei einer entscheidenden Situation seine Kräfte nicht nutzt und wir dadurch irgendwie Scheiße bauen oder halt aus irgendeiner Situation nicht gut rauskommen. Aber letztendlich, es ist halt so ein Risiko. Wenn ihr da bleiben wollt bei euren Großeltern, müsst ihr aufpassen, dass euch erstmal keiner sieht. Hallo, Higashi. Oh, fuck. Hey, willkommen. That kid never listens. Ist er jetzt schon den Nachbarn gelaufen, ernsthaft? Trinken? Ja. Ich denke mal, egal was passiert, es wird alles schlimmer. Ja. Wir kennen ja die Spielreihe. Und ich würde auch sagen, dass. Daniel didn't give a shit about what I told him yesterday. Es ist wahrscheinlich einfach. Ja. Es wird immer schlimmer bei diesen Spielen. Aber die Story und die Grafik, das ist alles so schön und die Musik passt so gut dazu. Und die Atmosphäre, es ist einfach so schön. Okay. Time to get Daniel at the Ericsons. Okay. Was sagt eigentlich Oma dazu? Claire?
Steven! Oma? Opa? Hallo? Anybody home? Wo seid ihr? Well, geht's euch gut? Looks like I'm home alone. Hallo? Und immer in einer Tragödie. Oh, ja, auf right. jeden Fall. Sunday morning. Sonntag, ach, in der Claire Kirche. Steven must be at church. Ach so, ja, okay. Dann gucken wir mal, gibt's hier irgendwie Zeug? Was wir machen können? Auf dem Plakat sieht aus wie eine Mischung aus, von Naruto und einem Bären. Ja gut. Ja gut, ich weiß nicht, was du für eine Fantasie hast, aber... Ich sag nichts gegen irgendeine Fantasie. Maybe I could use the phone. Nein, kein Telefon. Kein Telefon. Kein Telefon. Telefon ist böse. Well, so. Morgen ihr Schlafmützen. Wir haben euch auch schlafen lassen, wenn wir in der Kirche sind. Wir sind zum Mittagessen zurück. Bis bald. In Liebe, Oma und Opa. PS, der Weihnachtsbaum ist perfekt gut gemacht, Jungs. Und PPS, danke fürs Aufräumen. Das ist sehr lieb. Wir Maybe haben aufgeräumt. Use Steven's laptop? Nein. Machen wir nicht. It's been ages since I've had news from the real world. Nein. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Wir gehen das Risiko nicht ein. Okay. Let's get this Brack back home now. Fantasie, ja. Das ist auf jeden Fall. Hm. Why does Daniel never listen? Maybe I'm doing it wrong. Ist das? And I thought Daniel was the crafty one. Keine Schmuddelfilme, genau. Nee, aber auch kein Internet. Fenster. What the fuck? I'm gonna kill him. Ernsthaft? Kann der Kleine das jetzt auch, der andere? Daniel, what's going on here? Sean! Wait! Don't freak out! I can't explain! Let me tell him. Sean, I know it sounds crazy, but I have a superpower. You saw me yesterday. I know you did. I was flying. I can move things. Yeah, kannst du das? With my mind. Oh, a superpower. Really? Yes. Cool. Well, that's pretty cool, Chris. So, you're like a superhero? I'm Captain Spirit. I can bend any matter to my will. But that's my secret identity, so you can't tell anybody. Oh, I can keep a secret, Captain Spirit. Now you're an official member of the Spirit Squad. Now then, the Spirit Squad, okay. I'll disintegrate you. Nah, just kidding. Oh yeah, we need a... Team yeah? Signal. Totally. I'm gonna be Super Wolf. What's your super Wolf. Name, Sean? Wir sind der Silver Runner. How about the Silver Runner? Also cool. Was macht der Vater, wenn der sieht, dass cool, wir in dem right? Haus sind? Der wird doch bestimmt ausflippen und die Polizei rufen und That's dann. True, you're a great runner. Captain Obvious, genau. I think we're ready to roll. Excuse me. Who are you? I'm Sean. Oh, yeah. Sorry, man. You're here for Daniel. Hey, let's make it official. I'm Charles Erickson. Nice to meet you. Hope you know that Daniel and Chris are a dangerous team. We better watch out, or they're gonna take over the world. Yeah. Yeah. They share a lot of things. As thick as thieves. Can we go get the Christmas tree now? We're both ready to fly. Yes, yes, yes. The team has been waiting too long. Hey, you should come along too. There's nothing going on over here. Yes! Can't wait to see all the decorations! And Sean, we could buy Christmas presents for Grandma and Grandpa.
Okay. Okay. Sure. I'll go with you guys. Really? Der Vater ist verdächtig, auf jeden Fall. Yeah, I just wish Chris and Daniel were excited about going. Okay, Team, ja, vielleicht ist er auch einfach froh, dass sein Sohn jetzt einen Freund hat. Vielleicht ist er auch einfach froh darüber. Can I use the bathroom? Of course. Oh, you'll see my comic books. I'm glad you're coming too. Hey, you wanna see my toys? Yeah. Oh, score! The new hot dog man? Since you're a new member of the team, muss ja kein Antriebsnehmer mehr bezahlen. Oh nein, komm on, das ist gemein. And his enemies. Dude, that's pretty cool. Can you guess who are the good guys and the villains? Let's see. Der Bär ist bestimmt der Held. Die Insektoiden sind die Schurken. The bad guys, the good guys. Das ist ein Held. Not that easy, right? Der Krieger ist auch ein Held. Der Pirat ist auch ein Held. Der Dino ist ein Schurke und das Auto auch. Look closely. Ja? So. Okay. How did I do? Not bad. You're almost right. It was a bit tricky. Okay. Let me introduce them to you. Okay. Fast richtig. Team Spirit. Ah, der Dino gehört mit dazu. Okay. There's the Forest Warrior, Power Bear, Marty Rex, and Sky Pirate. So, who are the bad guys? That's Noctarius and the Shark Stinger. There's also Snowmancer. But he's out in the garden. But they're all working for Mantroid, who's the real supervillain. So, where is he? Hiding out on his evil planet. Mm-hmm. Waiting for me. But Captain Spirit and Super Wolf will make sure he doesn't hurt anyone. Okay. Yeah. Strength in numbers. Sounds like Mantroid is in trouble. Just wait until he sees what Captain Spirit can do now. Yeah. About that. Aren't you afraid? Maybe it's not a good idea to disclose all your powers like this. That Mantroid guy could be watching you, you know? Even better. Yes? So he'll know he better stay away from us. Anyway, you shouldn't let anyone know about this. Not even your father. Definitely. Jetzt haben wir hier auch einen Chat und super Bösewichte. I don't wanna freak him out. He's worried about other stuff. Sieht alles bis zum Himmel. Ja. Well, your dad is cool. He totally hooked you up with that treehouse. Yeah, he let Steven build it for me. It's my flying fortress. I bet. There's no stopping him from building things. Well, Captain Spirit had to help him, of course. Mm-hmm. Das muss repariert werden. The Flying Fortress needs fixing now. Yeah, that sucks. Dad couldn't fix it yesterday. He was not feeling well. He told me he'll do it when we're back from the market. Okay. That's cool. Sorry, the water eater is still broken. There's the signal. Come on, Daniel. Hey! Pro tip. Don't go in there. Yeah. Okay, squad. Let's roll. Stop. You need my jacket? I don't want you catching another cold. No, I'm good. Thanks. It's good, us. And don't be waving your arms around when I'm driving, okay? Yeah. Remember, Daniel. Vielleicht bringt die jetzt aber auch zur Polizei. Das wäre doof. Ich vertraue dem Nachbarn noch nicht. Vielleicht sind es auch einfach nur liebe Nachbarn. Weiß es nicht.
Hängt es jetzt zur Tankstelle her? Dann auf Wiedersehen, Gimli. Danke, dass du da warst. Hab noch einen schönen Abend. Wiedersehen. So. Okay, buddy. You ready? Yeah. Also ich habe die Anspielung hey, auf den Billie Eilish Song verstanden, aber wir waren gerade so schön in der Szene und sowas. Dude, what the fuck are you doing? I can't believe it. How many times do we have to keep going over the rules? Don't show the power. I know. But Triss thinks he can do all this cool stuff. I wish he could. He reminds me of Noah. I just miss having friends, Sean. Oh, so, yeah. Okay. I know, man. But you can't lie to friends about something like this. He could get in trouble thinking he can make shit fly. Or he could get hurt. So you want me to tell him the truth? Well, I don't want you to lie anymore. You don't have to tell him everything, but don't let him think he has magic powers, okay? You swear? Okay. I swear. Deal. I'm counting on you and Enno. Can I go see Triss now? Yeah, Kirba. Yeah, let's go. But don't forget what I said. Aber stell mir vor, der Junge denkt, er könnte fliegen. Wie als er vom Baumhaus gefallen ist. Und verletzt sich dann ernsthaft dabei. They look like giant cocoons. Was? How can they sell so many trees in such a small town? Ja. Ich weiß noch nicht, ob es ist halt Pflegespray. Es ist halt gefährlich, jetzt hier rumzulaufen. Don't worry. I'll be around. Hey, what's up? Nothing. I'll tell you later. So, what do? We have to pick the one we like. Can Daniel help Dad? Oder geht drauf. Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber ja. Come on, no time to lose. Okay, just pick the one you like. General Fernandez, danke für deinen Follow. Willkommen. Never been on such a dangerous mission. Yeah, these wild trees are just waiting to eat us. We'll have to tame the one we want. Ein Weihnachtsbaum für Daniel finden. Okay. Wie wäre es mit dem hier? So, Daniel, wir finden jetzt einen Weihnachtsbaum für dich. Habe ich das gehört? Bitte so einen kleinen nehmen. Hier den. Stop pouting for a change. Too thin. Zu dünn? Strong tree to protect our base. Was? Machen Nadelbäume Photosynthese? Ja, natürlich machen Nadelbäume auch Photosynthese. Natürlich. I wonder what will happen to the trees no one buys. This one is cool. Briefkasten, einen Weihnachtsmann. Quiet morning as usual. Eine Sängerin. Papierteller. Komm, wir geben ihr ein bisschen was. Not much, but she probably needs it more than me right now. Da. Poster. Weihnachtskarten, kann ich da eine mitnehmen? Adventskränze. Wie viel Geld haben wir? $3. Es wird schwierig mit Weihnachtsgeschenken für Oma und Opa. We only sell handmade local products. Come take a look. Das ist schön, aber wir haben echt kein Geld.
Hinsetzen und zeichnen, finde ich immer gut. So. Hallo, Aikongen. Willkommen. Kannst du ein paar Dinge verschwinden lassen? Ja, nein. Das machen wir nicht. Wir zeichnen jetzt erstmal wieder. Cool. I think I'm ready to draw this. Ja. Schön. Ui. Time to take the pen, dude. Mach es einfach wie in Sims. Du meinst die Urne von der Oma klauen? Oder die Urne von der Oma, sondern die Urne mit der Oma. Ich glaube nicht, dass das so gut wäre. This place is nice. Pretty good. But I can add more details if I want. Ja, wir wollen. So. Ja, komm schon. Wegen zum Zeichnen. Ich bewege. Ich zeichne. So. Schön. Wir können auch für Oma und Opa was basteln. Ich glaube, das passt ganz gut. Aber das würde auch reichen. Are you like a professional? No. More like the opposite. You could draw comic books. The awesome adventures. Was ich höre. Das ist alles querbeet. J-Pop. Pretty rad for Hollywood name. Alternative, Rock. Hey, can you add Indie Pop something und sowas. Funny? Like what? Hauptsache kein Schlager, irgendwie Rap oder sowas. Also cool. Alles außer Schlager. Okay. Big question. Zombies? Ja. Or UFO? Ein Raumschiff. What about a giant spaceship flying over Beaver Creek? Mhm. Da. I hope I can draw like you one day. I'm sure you will, man. Ich glaube, Manu, Stefan meinte alles außer Schlager und Deutschrap. So, da ist das komische Poster. Did I lock the shop yesterday? Eine Spendenbox. Is that a yo-yo? Daniel had one back home. Betty loved this. Was ist das? This is so different from Seattle. Don't know if I can get used to it. Jo, komm schon. Ist doch in Ordnung. So, unser Bruder wollte sich einen Baum aussuchen. Wie geht's voran? Du rauchst, das ist aber nicht gut. Hey. Hey, Sean. What's up? Just wanted to thank you for bringing us out here. Hey, no problem. Genau. I'll go find what you're looking for. It's kind of a tiny place. It's perfect. Don't worry. Good luck with that tree. Yeah, I sure need it. It's not an easy task with this guy. Come get me when you're done. I will. Ey. Habt ihr jetzt einen Baum gefunden? Was muss ich hier machen?
Wir haben aber gar kein Geld, um einen Baum zu kaufen. Wenn wir ehrlich sind. Was müssen wir jetzt machen? Weihnachtsbaum für Daniel finden. Let's look at another one. Another one. Good shape, pretty thick. Ooh, pretty thick. Branch, so wie Yayu? Confused. This one's all dry. Not bad. Ah, Junge, was ist mit dir los? I think this one is too big. There are so many trees. Was machst du da? Find the one. Betonziegel, hä? Wozu? Looks like someone went nuts over these blocks. I'm glad Daniel made a new friend. Ja, und was machen wir jetzt? Wie finden wir hier einen neuen Baum? Wir haben kein Geld. Behold, the giant condom machine. Wow. Als kleines Kind teilweise Metal zum Einschlafen gehört. Aber da ist mein Vater dran schuld. Zuhören. Da. Ja? It's me, you've come to take. My duality wakes the midnight time. I could not see if I were you, were you, or me. We play the game with skillful hands, and so I ask. For your demands, give me your love, give me your gun, and you traced us back to where we've gone. Schön. Und jetzt? So the morning came and swept the night away, and I was looking for a way to disappear. Amongst the quiet things and all these empty streets, I found a way. Kann man mit dir irgendwas machen? Wir haben doch Kondome dabei oder so. Vielleicht brauchen wir die noch. Wow, you made it all the way through. Weird. Klingst wie Chloe. You crush on me or something? What? No, I mean, it was pretty cool. I just... Relax, dude. It's cool that you listened. People are usually too busy to care. Chloe, bist du das? You have a great voice. You should be on one of those singing shows. That's standard. Yeah, yeah. Not really my thing, though. I hate TV and show business shit. Well, thanks for the music. And good luck. See ya. Bye. Okay. Können wir jetzt irgendwie einen Baum auswählen? Irgendwas? Kind, hast du dich entschieden? Seid ihr fertig? Exactly. Können wir hier so einen kleinen Baum kaufen? Dad pushed every year to get a plastic tree. But we never surrendered. Ah. Hallo, Overlord Hyper, willkommen. Hallo. Wer hat eigentlich nicht mit den Verkäufern reden? Seid ihr fertig, Jungs? Habt ihr was ausgesucht? Hallo? Guys? Ich will nicht ganz ein Weihnachtsgeschenk für Daniel finden. Ich habe Weihnachtsbaum gelesen. Haben wir irgendwas für $3? Wir haben $3.
Wir müssen jetzt noch so $3 finden. So. Ah, das könnte ich klauen, aber ich will nicht klauen. Auch kein Adventskranz. Geschenke. You won't find better deals in Beaver Creek. Wir haben für all das kein Geld. Wir haben noch nicht mal für so ein Schneemann Geld. Uns bleibt eigentlich nur der Jojo zu klauen oder so. Okay, dann können wir unserem Bruder Glühwein schenken. I miss Dad's Christmas at all. Boah, ich hätte jetzt voll voll Bock auf so einen leckeren Punsch. We have no money. Welcome, kid. Hit me up if you want anything. Where's the nativity scene? Jason was supposed to set it up. Damn it. Can't trust you, man. Wir werden nicht das Jojo klauen. Ganz und gar nicht. Was ist mit dem Wohnwagen? Was können wir da machen? The best Christmas wreaths are here. Decorate your front doors with something truly special. Hallo? Ansehen. Man. It would have been so cool to have one of these before coming here. Fröhliche Weihnachten. Ja, genau. Glühapfelsaft. Ja, warmer Apfelsaft an sich. Frohe Ostern. Genau. Wir wollen nichts klauen. Ich will nichts klauen, aber... Können wir nicht irgendwas basteln? Warum müssen wir hier... Too bad we can't come and see. Maybe we'll get some leftover pies and eggnog. Oh mein Gott, okay. We have no money. Aber irgendwie so eine Weihnachtskarte kaufen? Hi everybody. We're taking a year off to run away from cops. Daniel has got telekinesis now. Hope you're doing well. Hi. This is a nice collection. Why, thank you. I make them all myself. Whoa. Must be a lot of work. Definitely too much for the money they get me, yes. How come? Well, people certainly don't buy as much handmade Christmas decorations as they used to. The mall has ruined every single shop in town. Can't do anything about it, and people seem surprised unemployment is going through the roof. Yeah, das ist doof. Sucks. But we müssen wir klauen, wahrscheinlich müssen wir klauen. Will aber nicht. I like to think there's always a solution, however frustrating that thought can be. Anyway, you've got better things to do than listening to an old lady ranting about capitalism, right? That's cool. Don't worry. Well, thanks for hearing me out anyway. You have a nice day. Dankeschön. Kind of chilly today. Wir können nur kaufen. Freaking weather report. Should have taken an extra layer. Wir können ja einfach so eine Weihnachtskarte nehmen. Komm, reden wir auch mit dem da. Hey. Hi. Good morning, young man. Vielleicht gibt er uns einen Rabatt. It's nice to see a new face in this old town. Thanks. It's a super cool market you got here. Small towns are the best for Christmas. Who are you staying with? We're just passing through, so at a motel. Well, I saw you speaking with Charles, so I thought. Oh, no. We're not related. My brother Daniel's friends with Chris. Gotcha. I like his son. Funny little guy, despite everything. Anyway, welcome to Beaver Creek. If you need anything, just holler. Oh, man. We only sell handmade local products. Come take a look. Warum kriegen wir keinen Rabatt? Wir müssen den Kacke Jojo klauen. Why? Ich will nicht klauen. Sonst kommen wir nicht weiter. Quiet morning.
I know it sucks, but Daniel deserves it too. Oh man. Found what you were looking for, city boy? Yeah. Something for my little brother. You bought your brother something out here. Damn. Poor kid. Frohen Freitag, genau. Sorry. I'm just a grumpy old gal. Me and my friends have been crashing here for the week. Mm-hmm. Nobody gives a shit about us. Yeah, I can tell you're not from around here. No, no way. Just Umstände. Here for the holidays. Ah. You got family. My grandparents. Gotta love the grandparents. What about you and your friends? Yeah, Road schon. Ein schön Nikolaus, ja, natürlich. Really. We kinda hop from place to place, hunting for. Hört sich ein bisschen an wie Chloe. Nicht, es ist Must nicht die gleiche Synchronstimme, right. Aber okay. Es ist schon sehr ähnlich. We hop on trains. Gives us time to rest. Cool. Ups, da. Man. That sounds wicked. You have no idea. It's free and so fucking fun. Well, unless you get caught or fall, but we've been lucky so far. That's the best. Nobody tells us what to do. No corporation what? And you get to see so es gibt auch cool zu allem irgendwie exactly. Einen Feiertag. Was ist denn heute next für ein Tag? Tag der Kartoffel oder so? California. Stoner break. Not even close. We actually got work over there. Okay. Sean, what are you doing? We hit the tree with Chris. It's all crooked, like an old witch. Oh, hi. Who are you? Ooh, your hair looks so cool. Is it a wig? Well, what do you think? No. I don't know, but it's really cool. I'm Daniel. What's your name? Hi, Daniel. I'm Cassidy. Cassidy, hi. Your superhero outfit. I'm on a secret mission with my friend. It's very dangerous. I can tell. I hope you get your mission accomplished. And what's your name? Oh, Sean. I thought I told you. Now you did. Sorry, you went through some shit with the guys. How much you make? Yo. You ready? Ein Hundi, hello, ein großes pups. Hundi. Wir haben unser Hundi nicht mehr. Is that your doggy? So cool. Doggy. Yeah, he's been through a lot. Like most of us. So we adopted him. And he stinks. Yeah, you yeah. Stink and you like it, huh? Well, he's not the only one. Have you checked your hair? I think it just twitched. You yes. Keep your distance, dude. Yo. She looks really cool, I think. See? He knows I'm clean. You're the nasty one. Yeah. Dude. Go for those suburban boys. Are you kidding? You want to talk about your scoreboard, hotshot? Hey, no worries. Come on, let's bail. It was nice meeting you, Sean. And Daniel. Stay out of trouble, kids. Bye-bye. Bye-bye. See you on the rails someday. Yeah. See you around. Your doggy was so cute. I miss Mushroom. I miss her too. Hey, excuse me. Dogs have to be on a leash around here. Too many strays. Sorry, dude. We don't do leashes. Well, the city does. An unleashed dog is liable to a fine, so... You're gonna fine our dog? Well, that's not very nice. Loitering is illegal, too. And yes. You don't live here, right? Right? Calm down, sweetie. We're allowed to visit the Christmas market. Our dog's not gonna eat you. Yeah, nice. You better watch your mouth. You punks are always causing trouble. This is a nice town, okay? Jeez. Someone needs to get laid.
Eine richtige Kartoffel. That's it. I'm calling the cops. Oh God. He's gonna call the cops on us, Finn. Chill out. We're leaving this shithole anyway. You guys don't even have a Santa, for Christ's sake. Merry Christmas. Fucking parasites. Why did they fight? I don't get why he yelled like that. Yeah. Alarm. Genau. Better not get involved, man. This guy doesn't look nice. You're right. Ich hätte ihm gern Streich gespielt, aber ich will nicht riskieren, dass er dann doch noch die Polizei ruft und Int, was los? So cool. How do I look, Sean? Ridiculous. You're jealous because I'm cute. Ja, du bist cute. Da kann jeder neidisch sein. So, komm. I miss my old toys. Wir haben dir was geklaut, du weißt es nur noch. Komm, Kind. Kind. Hauptsache cute, genau. Kind, kommst du mit? Dankeschön. Warum kann er rennen und ich nicht? Wir auch rennen. Hier ist alles voll Schneematsche. Hey, you guys ready to go? Yeah. All done. Cool. Hop in. Are you having too much fun back there? That's what I thought. Wenn das die Polizei sieht. Hallo. Herr Baum, ja. Genau. So, die Kleinen sind schon runter vom Auto. Leider. Looks like Daniel found a new brother. No kidding. He dumped me like a rock. I'm glad you two came along. It's great that Chris found a new friend out here. It looks like you did too. What's her name? Wer? Who? Come on, don't play me. That cutie you were talking to by the market. Oh. Yeah, that girl. She was cool. You're too quick. Anyway, got ya. It's good for me to get out, too. We've had a rough time over the past couple of years. My wife, Emily, she died 2 years ago. No. Obviously, it was tough on Chris. Shit. I'm sorry, man. Thanks. It's been a struggle. Especially trying to be a good dad. You're doing your best. Chris is awesome, and he's got a wonderful imagination. Thanks for saying that. Chris does have talent. He's a storyteller. Yeah. He showed up when I was drawing at the market. He gave me some tips. You two seem to get along well. Es wäre doch eigentlich schön, wenn sie hier bleiben könnten, aber ich wette, es geht noch irgendwas schief und sie müssen abhauen. Und wenn es nur der Typ von dem Weihnachtsmarkt ist. Chris deserves a real family. Anyway,
I shouldn't have brought this up. Okay? Forget it. No worries. Didn't mean to make you feel bad. We all have our ups and downs, right? That's how life works. Your grandparents sure did have their share of downs, too. But they're always there for us. For Chris. They seem like good people. They're so nice, but... Yeah. They have their problems, too. Sorry for bringing that up. It's okay. I hope they don't stress out because we haven't come back. Yeah, we should get you two home. Na dann. Wir kriegen bestimmt Ärger von Oma und Opa. Hey, buddy. Wanna set up that Christmas tree? Yeah! Well, I'll get there before you with my dadmobile. No way you can beat Captain Spirit. See you later, Super Wolf. Bye-bye. Aber die scheint doch ganz nett zu sein. Also, ja. Hello? Die scheinen ganz nett zu sein. Hello? Oma, Opa? Where are you? Claire? Steven? Looks like Grandma and Grandpa haven't come back from church yet. Well... At least they won't yell at us for going out. That was so cool to spend time with Chris at the market. So? Did you set things straight with him? Das ist aber komisch. Told him the truth? Yeah. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei, jetzt dass Oma und Opa nicht da sind. Of course he was. You lied to him. Did you know Chris's mom was an artist? I didn't. How so? She drew comics. You should see her drawings. They're so cool. Just like yours. Stefan? Stefan, hey. Auf! What? What is it? Hoffentlich ist dir nichts passiert. Ich hoffe auch. I want to go check on the room. Upstairs. I know it's mom's. Please. Ich will nicht wissen, was da drin ist. Ich will nie wissen, was da drin ist. Sie werden ausflippen. Daniel, you heard Claire. We won't tell them. We'll be in total stealth mode. They won't know anything if we make it quick. It's just... I really want to know what's inside. What kind of stuff she had. Chris has tons of things that belong to his mom. And I have nothing. Come on, Sean. You don't even have to come with me. If you don't want to. Fuck it. I'll come with you, so you don't make a mess and get us caught. Aber wie wollt ihr da reinkommen ins abgeschlossene Zimmer? Wie wollt ihr da reinkommen? Überprüfen. We'll find a way to open it. Sean, this is super easy. I can just break the lock with my power. Yeah, I could do that with a hammer. But let's try and find the key instead. Right. I'm just gonna clean up real quick. Okay, schnell, 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 schnell. Ich suche. Clothes, old stuff. Definitely no hidden. Schnell, 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 schnell. Shit. These are Christmas presents? Let's not tell Daniel. Or he'd freak. Den Nachttisch durchsuchen. Okay, where do you hide this key? Hier auf jeden Fall nicht. Not much to see in here. Wahrscheinlich hat Oma das auf ihrer Seite oder sowas. Da könnte es noch sein, aber ich glaube es eher nicht. Come on, little key. Don't be shy. Kleiner Schlüssel. Definitely not the one. Way too small. Es ist egal. Egal, das ist wahrscheinlich für das Kosmetiktischchen. Und da brauchst du den Schlüssel für. Die Geschenke entdeckt, genau. I'm just looking for a key. Not the crown jewels. Ew. Karen, hast du die Zähne aufbewahrt?
Oh, I'm not sure if it's gross or cute. But still, no key here. Yeah. Oma. No. Yes. Okay. No way I'm searching Claire's underwear. I saw Grandma coming out the room yesterday. Did you see where she put the key? No. I don't remember. Oh, shit. Ja, haben aber nicht mehr viel. Bit like Claire. Shit. Well. Irgendwo drunter vielleicht geklebt. Collecting trinkets. She used to say they were just useless dust traps. Shit. Well. Thanks anyway, Daniel. Haben wir sonst noch irgendwas aus die Kleidung können wir durchsuchen? Nope. Nothing in here. What was Claire doing in that room? Maybe she put the key in her pocket. What was she wearing yesterday? Dann gehen wir mal wieder raus, okay. Hm. Hiya, let's play. Willkommen, hi. Da. Hey. I think that's the cardigan Claire was wearing yesterday. Durchsuchen. Vielleicht hat sie den Schlüssel noch da drin. Yes. Okay. I found one key, so it better fit. Just try it. Wow. There's not that much left. Nee. Where do you think they put the rest of her stuff? It's her teenage room. I'm sure she sorted through her things before leaving for Seattle. Hmm. You've seen everything you wanted to see. Claire and Steven will be home soon now. Just 5 more minutes. Überprüfen. I think I saw a moon eclipse once. Before Daniel was born. Karen liked to take pictures of strangers when we walked down the streets. I think it's not plugged. Nee, glaube ich auch nicht, aber ich glaube, dass Oma und Opa gleich zurückkommen und die stinkig werden. They want to forget anything related to Karen. Nehmt ein Bild mit. I can relate. These pictures are so random. Why would you remove all the pictures? Because they made them sad. Yeah. Yeah. Oh, warte. You finally left forever. Ich höre den grünen Chor, der im Wald singt, im uralten Grau. Wickelt mich in seine hölzernen Zauber, sein Lied. Was? Also, die Wurzeln wie Sicherungen, die rückwärts explodieren. Wenn ich mich in meinem Herzen verberge und dieses Geräusch höre, dann fühle ich mich älter als der Wind, älter als du, aber jünger als der weinende Fluss zu meinen Füßen. What the fuck hast du da geschrieben? Dad did the same thing too. Miss Tyler. Reimt sich halt nur ja überhaupt nicht. She was into New Age bullshit. Aber ich glaube, in Amerika muss ich ein Gedicht nicht unbedingt oder im Englischsprachigen muss ich ein Gedicht nicht unbedingt reimen. How could she send all of this to hell? Tja. It's like she almost never used those. I think I remember that one. Karen showed it to me once. Ulysses. Hey, Daniel, check this out. Like the hero? Genau, so der Amethyst, den Mona bei Minecraft gesucht hat. Genau. Mhm. Endlich haben wir ihn gefunden. Familienfoto.
They looked happy. Achso, das haben wir uns angeguckt. How could you send all of this to hell? Altes Telefon. Ein Buch. Hi, Ulysses. Read a lot of these in the 10th grade. Yawn. Hope you enjoyed your trips. Vielleicht ist sie auch wieder. Ja, okay. I don't recognize any of these games. Was haben wir denn hier noch? Stecklose Einstöpseln. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das so klug ist, aber wir machen es einfach mal. So, you were a friend of my mommy's? I hope she took care. This playlist is boring as hell. Mal gucken. Deren Mutti abgehauen. Ja, sieht so aus, dass die Mutter einfach abgehauen ist nach Daniels Geburt. What is wrong with this? Mach doch mal auf. Oh, hiding spot. Smart. So, Karen was already serious about running away. Why did you wait that long? Eine gute Frage. Ein neues Souvenir erhalten. Aha. Unterm Bett. Da sehen wir es noch nach. Man, that Penpal sure loved listening to her own voice. Liebe Karen, vielen, vielen Dank für deinen Brief. Ich dachte, du hast deine Brieffreundin vergessen. Es ist so öde hier draußen und deine Briefe sind das Beste überhaupt. Du hast gesagt, du bist manchmal auch sehr einsam in Beaver Creek und ich bin so froh, dass wir uns gefunden haben. Es ist so nicht lustig, dass ich diese große Familie habe und so neidisch bin, dass du ein Einzelkind bist. Du hast das ganze Haus für dich wie eine Königin. Ich hab dir schon gesagt, dass mein dämlicher Bruder Caden so ein unreifer Junge ist, obwohl er der Älteste von uns ist. Oder Caden? Egal. Er hält sich jetzt für cool, weil er einen Führerschein hat. Was auch immer. Warte nur, bis ich fahren kann und wir uns besuchen können. Wann immer wir wollen. Ich höre Papa wegen irgendwas schreien. Ich mache mich lieber vom Acker, bevor er mich erreicht. Bitte schreib mir bald und ich schreibe zurück, sobald du es tust. Deine liebste Brieffreundin Emma. Oh, okay. Eine Schnitzerei. Was ist denn da? Well, figures Karen was already looking for an exit. Aber wovor? Wovor wollte sie abhauen? Guess the no phone rule wasn't such a thing back then. Ah, das Telefon ist cool. Das ist blau. Ah, ein Brief. Was für ein Brief? Why would Claire lock these up in here? Wir haben einen Brief zu lesen. Ich glaube, der war wichtig. Is that for Mom? Huh? Let me see. Daniel. Vielleicht ist sie doch tot und die Großeltern haben einfach nur gesagt, dass sie. What's it say? Vielleicht ist das ein Abschiedsbrief. Read it. Seriously, stop. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. I've heard the news about Seattle. Please help my boys if they come. Achso, okay. Why did they hide this from us? I don't know. You can reach me at this address. It's a P.O. box I use sometimes. What's a P.O. box? Well, a cop-out in this case. I beg you, please help my sons. Oh yeah, right. Total bullshit. What do you mean? She cares about us. Ja, wir sollten vielleicht aus dem Zimmer, aber der Brief war wichtig. Change your mind. We could try and contact her. You don't even know her, okay? Aber sie ist eure Mutter. Ihr habt keinen Vater mehr. Vielleicht. Just stick to our plan. For now. Can I read it again? Yeah. Then we gotta go. My goodness. Oh. Shit. Excuse me. Ja, natürlich. What are you doing in here? Except visibly. Ransacking our house while we're at church.
Wir wollten antworten. We were just looking for answers. And, was it worth stealing my key? Claire, please, calm down. No, Stephen. They went way out of line here. We specifically told you to stay out of this room. I just wanted to see my mom stop. This isn't her room anymore. There is nothing to see in here. It's time you learn to respect some rules. Was ist das What's Problem? The problem then? If there's nothing to see, why lock us out? Or get mad? It's like you're in denial. I know that Mom left us. And yeah, it made me mad. But at least we've moved on. Yeah, that's ninjas. Don't you dare lecture me, Sean. You don't know anything about how I feel. Hallo, die haben auch ihre Mutter verloren. Opa, nimm uns mit. Opa. Ach man. Listen, Sean. I know life has been tough on you the past month. Bless your souls. And we put up with a lot of things. Was? But that going through our stuff, our personal belongings. Well, that shows you don't respect us. We could go to jail just for helping you. This is how you pay us back? Bitte, was? Well, things are just going to change around here if you want to stay. Man, I think I see why Mom left now. She couldn't put up with your stupid rules anymore. Oh, so that's what you think. Then let me tell you something. Stephen! Opa? Oh, shit! No, Opa! Get this goddamn los, 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 los! Stephen, no! Rette Opa, rette Opa, rette Hold Opa. On, honey, we'll get it off! No, stop! Oh, my legs! Go, 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 go! Los, 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 los! Los, mach! Ja! Ja! Kraft einsetzen! Hallo! Es geht um Opa! Now! Do what? What's going on? Go! Daniel, du schaffst das! Oh Lord, what? What are you doing, Daniel? Du musst Opa helfen! Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Wir kriegen Opa da raus. Wir kriegen Opa da raus. Oh, my baby, Stephen, are you okay? Now I am. Thanks to Daniel. You were right, Claire. I should have fixed that cupboard months ago. I guess my laziness... Oh, man, Opa. What in the name of God was that all about? That's impossible. What are you, Daniel? Was bist du? Ja, ich weiß, aber Opa lebt noch. That's all that matters. Maybe. It was a miracle. Oh, thank you, Lord. Wer ist das? Oh, fuck. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, 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 fuck. Fuckity fuck fuck. Sean, I didn't. We didn't call them. I know, Grandma. Someone called us. We know they've been here. They were spotted at the Christmas market. Ich hab's gewusst. Sean, what are we gonna do? Go hide in the garage. No. No. No way. Lauf durch den Garten weg. The police search is Aber hallo. Hallo. Das ist doch... Get your bags and go out the back door. I'll distract him. Really? Yes. No. Get the hell out of here. I know you're in here. Your car is in the driveway. I'm so sorry for everything. Go, go, go. Wir müssen jetzt gehen. I wish we could have helped you more. I wish you could stay here with us. Watch out for Ach, your brother, Mann. Sean. Yes. Es war nicht der Nachbar. Es war irgendeiner vom Weihnachtsmarkt. Okay. Thanks for helping us. Both of you. Oh, we love you. Now hurry up. Daniel, wait for me while I go upstairs. Ah, wir haben Opa gerettet.
Aber wir haben auch Opa gerettet. Der Almann vom Weihnachtsmarkt bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Dass der Sheriff den jetzt nicht gesehen hat, ist aber auch ein Wunder. Move your ass, bro. Los, go. Ab raus da. No, 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 no. This way. Oh Mann. Daniel, what's going on? Hey, Chris. You okay? Yeah. No. We have to leave right now. I knew you wouldn't stay. Sorry. Wish we could. You better come back. Hold on a second. Here. This is your cape. Okay. You're the real superhero. Thanks, Chris. Morgen können die wiederkommen, genau. That's super cool. Wenn die Großeltern dann noch da sind. Hallo? Daniel, let's go. Was soll denn das jetzt? Take the Troll Forest shortcut. It's right through there. Okay, danke schön. Danke schön, Kleiner. Chris. You rock. Goodbye, Captain Spirit. See you around, Super Wolf. The Spirit Squad will stay united forever. Ja, natürlich. Wenn das alles vorbei ist, eigentlich müssen die dann wieder herkommen. Ich glaube nicht, dass die Polizei das, die einfach so in Ruhe lassen wird, nicht solange die in Amerika sind. Die kleinen Jungen. Durchsuchungsbeschluss, DNA-Proben, die Eltern sind RIP. Ja, vor allem, da hängen ja noch überall Zettel rum, wie, ja, ihr beiden, macht's gut, wir sind noch in der Kirche, haben euch ausschlafen lassen und sowas. Selbst wenn der einfach nur den Zettel sieht, der innen an der Haustür hängt, dann sind die schon gone. I feel like a fate superhero. Chris was so sad when he found out that... He had to find out anyway. Before he did something... dangerous. I know. Man. I just feel sorry for him. Don't be. No matter what happened, I think you guys will always be friends. I hope. Was macht ihr jetzt? Ihr müsst jetzt weiter nach Mexiko. I'm tired of running away. I don't want to be a superhero anymore. Aber was passiert, wenn ihr euch der Polizei stellt? Die werden euch festnehmen. Die werden euch wahrscheinlich trennen. Wie alt ist Sean eigentlich? Ich glaube irgendwas um die 16 oder sowas. Sometimes I can help and 16, 17, glaube ich. You don't. You can only trust your guts. And
sein, dass die gerade von einem Mord ausgehen, aber die haben keine Beweise dafür. Würde ich mal so. Kannst du schreiben. Hä? Na gut. Können ja noch nichts beweisen, das stimmt. Wie gesagt, die sind ja auf der Suche nach denen, weil die Zeugen sind. Aber letztendlich mit der ganzen, ich würde mich da mit der Polizei auch nicht anlegen wollen, als einer, der mexikanische Wurzeln hat, um ehrlich zu sein. Hätte ich keinen Bock drauf. Ja. Hallo Darkstar Gamer. Ich vermute, du hattest eine kurze Werbesequenz und deswegen konntest du den Stream nicht direkt sehen. Hallo. Genau. Wäre viel einfacher, wenn die mehr Waffen hätten. Wie mehr Waffen? Wozu mehr Waffen? Die deutsche Polizei ist dann einiges anders als die amerikanische, ja. Ich meine, das meiste kriegt man, oder beziehungsweise, man ist vielleicht ein bisschen mit Vorurteilen behaftet durch manche Serien, aber da die in Amerika produziert werden und wie da teilweise die Cops dargestellt werden, da muss ja dann doch was dran sein, oder? Genau. Sehr komische Werbung, Fehler aufgetreten. Okay. Dann weiß ich es auch nicht. Ich hatte nur gedacht, dass du vielleicht irgendwie Werbung hast und die Werbung nicht lädt oder sowas und du trotzdem dann halt nicht weiterkommst irgendwie. Das hätte ich mir vorstellen können. Ja. Aber ich glaube, das ist schon schwierig in Amerika als Hispanic oder People of Color oder sowas. Ich kann das nicht beurteilen. Ich lebe nicht in Amerika und meine Hautfarbe ist weiß. Also kann ich das nicht beurteilen, aber ich will mir nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht gerade einfach ist. Auf gar keinen Fall. Ja, Friedrich, also man sagen muss, man kriegt halt dann auch immer hier drüben nur die schrecklichen Fälle mit. Ich will da gar nicht irgendwie jedem Officer in Amerika unterstellen, dass die so wären, aber man sieht es leider an solchen Extremfällen, dass da ja dann schon irgendwie was dran ist. Also, ja, aber viel. Ja. Also es gibt bestimmt einige, die da irgendwie, also die ihren Job richtig gut machen, aber da gibt es immer, also wie es so schön heißt, Einzelfälle, die sich dann häufen. Aber ja. Aber auch, ich finde auch, dass die Cops in Amerika teilweise zu schnell ihre Waffen benutzen. Ja. Ja, ich habe auch, wie gesagt, ich will jetzt auch keine Unwahrheiten oder erzählen oder sowas, also ich korrigiert mich, wenn ich irgendwie Scheiße laber, aber ich habe ja mitbekommen von einem 13-Jährigen, der erschossen wurde, der hatte autistische Züge oder war Autist und die Mutter hatte das Krankenhaus angerufen, dann kam aber die Polizei. Und weil der gerade am Toben war und was weiß ich nicht alles und nicht auf die Polizei gehört hat, haben die den Jungen erschossen. Und ich finde, das ist immer ein sehr schwieriges Thema. Also, ja. Ist die Ausbildung. Ein deutscher Polizeihund hat eine längere Ausbildung als die Polizisten in den USA. Ja. Ich meine, das können wir hier halt. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es da ist. Ich habe mich da nicht informiert. Und ich kann dazu auch nichts sagen. Aber ja, ich weiß nicht. Ist jeder der.
Ja, aber das ist das Problem, dass jeder Pleb einfach eine Waffe tragen kann. Natürlich wollen die Polizisten ihr Leben verteidigen, aber du kannst doch nicht einfach billigend in Kauf nehmen, einen Minderjährigen zu töten in dem Fall. Und ich will... Das Thema ist viel zu komplex, um es mit meinem Halbwissen irgendwie zu behandeln. Also da müsste man wirklich jemanden fragen, der Ahnung hat, der vielleicht in Amiland drüben war und die Polizeiausbildung mitgemacht hat. Ich habe keine Ahnung, wie es da drüben aussieht. Wir können hier drüben halt nur spekulieren. Ja. Man hat einfach meistens nicht die Fähigkeit, Situationen richtig einzuschätzen. Ja. Ja. Gut gesagt, jeder darf da eine Waffe tragen. Ich meine, ich kann die Argumente teilweise verstehen, dass sie sagen, ja, aber wenn da ein Amokläufer ist und da hat jemand eine Waffe, dann kann man den ausschalten und dann hat man Opfer verhindert. Aber um ehrlich zu sein, ich habe noch von keinem Amoklauf in den USA gehört, wo irgendjemand den Amokläufer mit einer Waffe gestoppt hat. Ja, gut. Na gut. Ist über die Waffe gekommen. So. Wir beschleunigen mal die Credits. Und noch jemand, bei dem der Stream nicht lädt. Okay. Das ist schade. Und dann scheint das wohl allgemein ein Twitch-Problem momentan zu sein, wenn das jetzt schon bei mehreren Leuten auftritt. So. Schön. Hui! Die Credits sind Speed! Bei mir läuft alles butterzart. Aber wahrscheinlich ist es dann für die neu in den Stream kommen wollen, gerade schwierig mit dem Laden. Das kann ich mir vorstellen. Also, Credits haben wir durch. Okay. Okay, du hast einen Schneeball auf Daniel geworfen. 52% gemacht. Ein Schneeball auf Trüffel geworfen. What? Okay. Na gut. Ja, wir haben Daniel den Puma töten lassen. Den Puma verscheucht. Okay, wir hätten den Puma verscheucht. Okay. Sebastian hat auch Probleme, okay. Ja, dann scheint das momentan ein bisschen, vielleicht an Twitch zu liegen. Ich weiß es nicht. Oder es haben halt einfach gerade viele Leute Internetprobleme, dass es irgendwie am Provider liegt. Wir haben gemeinsam mit denen gebetet. Ja, ist doch auch nicht schlimm. Es tut doch nicht weh, zu beten. Wir haben so getan, als wüsstest du von nichts. Zusätzliche Hausarbeit geholfen. Ja, immer. War ich immer. So. Wenn ihr an die Regeln erinnert, ja, natürlich. So. Dem Hund einen Schneeball in was? Genau. In den Schnee zu werfen. Oh Gott. Der arme Hund. Der arme Hund. Sandklumpen ins Wasser. Aha. Okay. So. Ja, wir haben uns nicht am PC eingeloggt. Okay. Wir haben leider nicht angerufen. What? Okay. Die Mutter wäre also dran gegangen. Interessant. Ich kann trösten, sie liebt es. Na dann. Na dann. Wir haben Chris Vertrauen nicht gewonnen. Wir haben den nicht gewonnen. Hä? Ja, shit happens, gell? Okay, du hast Danny aufgetragen, Chris die Wahrheit zu sagen. Ja, natürlich. Cassie, sie bis zum Schluss angehört. Wer hört sich das denn nicht bis zum Schluss an? Das
So. Wenn ich das schon am Laptop gemacht hätte. Er hätte sich in sein eigenes Profil dann wahrscheinlich eingeloggt, also in sein Social Media Profil, hätte wahrscheinlich irgendwas geguckt und dann hätten sie ihm aber auf die Schliche kommen können auch. Mein Raumschiff gezeichnet, ja. Weihnachtsgeschenk für Daniel gestohlen. Ja, wir konnten uns ja nichts leisten. 10% haben mehrere Geschenke gekauft. Wo haben die das ganze Geld her? Haben uns nicht in die Probleme eingemischt. Ist ja die Frage, ob das... Wer sind denn bitte die 18%, die Daniel angewiesen haben, nicht zu helfen? Und dabei sein Bein verletzt. Junge, der Arme. Er wurde nicht verfolgt und Chris hat uns geholfen. 19% nur? Oh mein Gott. Wir werden nicht verfolgt. Also haben wir quasi ein Good Ending bekommen? Ich bin seit einer Ewigkeit kein Internet. Ja, aber trotzdem. Daniel hat aufgehört zu fluchen. Yes. Richtig gemacht. So. Denn ihr habt das Würfelspiel durch Schummeln gewonnen. Ja, aber der hat ja auch... Was hätten wir denn machen sollen? Wie hätten wir denn sagen sollen, dass er schummelt? Denn ihr habt den Puma getötet. Ja. Denn ihr konntet Trüffel angemessen beerdigen. What the fuck? Denn ihr habt zugestimmt zu beten. Denn ihr hat das Zimmer nicht aufgeräumt. Was? Zimmer aufräumen. Okay. Denn ihr hat gehorcht und Chris die Wahrheit gesagt. Ja, finde ich auch gut. Insgesamt wurde Denny aufgetragen, seine Kraft nicht einzusetzen. Ja. Rick Strip, danke für dein Follow. Willkommen. Hi. So, Daniel musste Chris nicht retten. Wovor retten? Oh. Oh, what? Daniel hat Chris vor dem Auto gerettet. Daniel hat Chris nicht vor dem Auto gerettet. Bitte nicht vor dem Auto gerettet. Was haben wir denn für Luck, dass wir teilweise so gute Sachen erreicht haben? Oh mein Gott. Das ist wahre Gottlose hier. Ja. Denn hier hat niemandem die Schuld gegeben. Denn es ging Chris gut. Ja. What? Sagt daran, dass Chris gesagt wurde, dass er keine Superkraft hat. Sag ich doch, es ist nicht gut, ihm das zu verschweigen. Denn wenn er dann denkt, boah, ich habe Superkräfte und ich kann das Auto anhalten, dann wird er einfach überfahren, weil er hat ja gar keine. Ist halt kacke. Danny hat sich über sein Geschenk gefreut. Ja, ist gut. So, dann gucken wir uns noch den Teaser für die nächste Episode an. Das ist einfach gefährlich, zu denken, man hat Superkräfte, man hat keine. So, this is it? Yeah. Eine Hanfplantage? And it stinks. Yeah. And your stinky feet will cover the smell. Shut up. They don't. Okay, muss ich jetzt den... Come on. I'll show you around. What? Okay. Hast du vor, uns für die anderen Endings nochmal auf Stream zu spielen? Die anderen Endings. Ich weiß es nicht. Ich hätte halt höchstens noch vor, alle Collectibles zu sammeln und das auf 100% zu bringen. Das habe ich auch bei Life is Strange 1 jetzt teilweise angefangen, alle Fotos zu machen. Cannabis ist kein Brokkoli, genau. Vater war der Erbe eines Drogenimperiums. Ja, wahrscheinlich. Okay. Uff.
ich vermute, dass die in der nächsten Episode halt dann die anderen wiederfinden, also wieder treffen werden, die sie auf dem Weihnachtsmarkt getroffen haben. Also Cassidy und ihren komischen Macker und den Hund. Und dass die halt, die meinten, die haben irgendwie in Kalifornien einen Job. Wahrscheinlich arbeiten die auf der Hanfplantage. Ist nicht irgendwie in Kalifornien auch Hanfbesitz legal oder der Konsum? War da nicht irgendwas? Bin mir nicht sicher. Sie erben eine Hanfplantage und sind nun wortwörtlich am Zug. Oh mein Gott. Ja, so kannst du es natürlich auch sehen. Na, ich bin mal gespannt. Na gut. Dann. Alle Episoden können jetzt gespielt werden. Ja. So. Oh Gott. Der Dude schien hackendicht. Aber hallo, der war so high, dass der nicht bis zum Himmel gestunken hat. So. Genau. Ah. Dann. Guck mal hier. Haben wir schön Nacht, den Wald. Da fliegen Mücken über den See. Und. Guck mal, das ist die perfekte Szene und auch die perfekte Musik, um euch zu verabschieden. Denn wir haben jetzt die Episode durch und das heißt, der Stream nähert sich seinem Ende. Und ich bin gespannt, wie es dann nächste Woche weitergeht. Leuchtende Mücken. Auch leuchtende Mücken. Ist ja schon 9:30 Uhr. Genau. Und ich muss noch ein bisschen was machen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich weiß noch nicht, was wir spielen. Und ich weiß auch noch nicht, wann wir spielen. Deswegen, ich kündige es auf Twitter an und ich hoffe, dass ihr dann auch, wenn ihr kein Twitter habt, die Twitch-Benachrichtigung bekommt. Genau, mal gucken. Okay, dann. Moment. So, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Kommt noch gut durch den Restfreitag. Genießt den Start ins Wochenende morgen. Und macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und heute raten wir keinen. Nur zur Info. So, dann. Bis morgen. Tschüssi.